Hey, ich bin Dominik vom Backcountry Expeditions. Das ist, ist der alte Hänger. Und in diesem Video möchte ich mit euch einmal besprechen das Projekt zum neuen Anhänger, zum universellen Outdoor-Schiebezug-Transportgefährt. Was ich bereits schon einmal angekündigt hatte in meinem Ausrüstungsvideo, das heißt die geplanten Anschaffungen, die wir für zukünftige Touren benötigen, wo ich gesagt habe, wir müssen Material, Ausrüstung, Zuschauer der Abenteuerreportage wissen Bescheid, damit so etwas nicht nur einmal passiert, was wir bereits im Sarek-Nationalpark hatten, wo mir quasi unterwegs der Anhänger die Grätsche macht und ich dann am Hintern bin und die Tour abbrechen muss. Brauchen wir in jedem Fall etwas Besseres? Das können wir nur selber bauen. Punkt Nummer 1, das ist eigentlich, wie gesagt, die Geschichte. Und dann, was jetzt aus der Situation, die wir aktuell mit Eli haben, noch viel dringender ist. Eli braucht einen neuen, aktuelleren oder sicheren, sagen wir es mal so, ja, stabileren Anhänger, mit dem wir ihn hin und her chauffieren können. Und das ist jetzt quasi Eli der Stein, der das Ganze hier ins Rollen gebracht hat. Dieser Anhänger ist also nicht nur für Material, auch für den Hundetransport und alles, was man irgendwie durch die Gegend bewegen kann. Diese Geschichte wird was massiv, robustes, nichts von der Stange, was es irgendwo gibt, zumindest nichts, was mir bekannt wäre. Ich habe mein Leben lang, wäre übertrieben, aber die letzten gut 20 Jahre Fahrzeuge gebaut, vom Rahmen aufgebaut, aber einen Anhänger habe ich tatsächlich noch nie aufgebaut. Ich habe mal an Kfz-Anhängern, Trailern geschraubt, gewartet, instand gesetzt, aber ich habe noch nie einen Fahrradanhänger gebaut. Insofern wird dieses Projekt für mich ein Novum und dieses hier soll jetzt der erste Teil sein, wo ich mit euch quasi die Theorie durchspreche. Meinen Plan einmal, wie ich mir das Ganze vorstelle. Die einzelnen Punkte, was soll er können, wie groß soll er sein, woraus soll er bestehen und die einzelnen Teile, wie sie zusammengesetzt werden, wie sich das Ganze realisieren lässt. Quasi der Plan, das Lastenheft. Und ich würde mich freuen, wenn ihr eventuell hier, deswegen mache ich dieses Video tatsächlich nur, denn für mich selbst habe ich ja schon ausgearbeitet, nachgedacht, wenn ihr noch Ideen habt. Das ist der Punkt, woran ich jetzt vielleicht nicht gedacht habe. Oder grundsätzlich ist es ja so, mehr Augen sehen auch mehr und mehr Ohren hören auch mehr und mehr Köpfe können mitunter, zumindest wenn sie halbwegs gepolt sind, auch mehr denken. Das wäre jetzt hier schön, wenn wir einfach die Sache so ein bisschen gemeinschaftlich zusammenbringen, dass uns hinterher nichts fehlt oder wir sagen, oh, da hätten wir mal noch das und das machen können. Ich möchte das Ganze von vornherein so gut, so durchdacht wie nur möglich, so viele Ideen wie nur möglich reinzubringen, damit wir hinterher das perfekte Gerät haben. Ich freue mich. Auf dahin, der Anhängerplan. Zum Anwendungszweck hatte ich ja im Intro jetzt schon gesagt, das Wichtigste jetzt aktuell ist gerade unsere Alltagssituation und die bezieht sich einmal aus natürlich Eli, der, gleich mal ganz realistisch, in ungefähr 2 bis 3 Wochen sollte er wieder zum Arzt. Der Arzt sagte vor einer Woche in ungefähr 3 bis 4, aber die Wundheilung sieht momentan gut aus, dass wir vielleicht auch, ich sage mal, vielleicht auch schon 3 schon könnten. Und das halte ich allerdings für unrealistisch, dass wir diesen Transport, ich würde es mir gern wünschen, bereits im neuen Hänger machen können, aber das werden wir nicht schaffen. Aufgrund dem, was wir jetzt gleich durchgehen, werdet ihr auch sehen. Das heißt, dafür werde ich diesen alten in jedem Fall noch einmal nehmen müssen. Leider. Ich würde das gern vermeiden, denn ich hatte diese Woche damit wieder mal einen Unfall beim Einkaufen. Na, keine Sorge, Eli ist zu Hause geblieben, aber für mich war es dahingehend umso ungünstiger, teilweise auch für andere Verkehrsteilnehmer,
da mir im Kreisverkehr der Hänger umgekippt ist, mit dem ganzen Einkauf sich schön über die Straße verteilt hatte. Geschuldet der Situation, Punkt Nummer 1, das Ding ist einfach zu schmal. Das heißt, die Spurstabilität ist nicht gegeben. Vor allem für Kurvenfahrten ist es schwierig, in Kombination mit der Hochdeichsel sowieso. Aber das kommt jetzt noch ein viel wichtiger Grund hinzu. Die Deichsel, das ist nämlich der Punkt, ist verbogen. Wie gesagt, durch all jene zahlreiche Unfälle, die wir damit hatten, ist sie jetzt so schräg gewesen, dass sie nicht mehr genau spurlinientreu hinter dem Fahrrad mitführt, sondern immer tendiert in eine Richtung zu kippen. Und das ist natürlich fatal. In Kombination mit der Nummer, ist es jenes Rad hier? Nee, das andere, das linke war es ja, wisst ihr, wo das mehrfache Ei drin ist, das heißt die doppelte 8 quasi, das eiert hin und her und in dieser Kombination ist es, wenn denn die Beladung nicht 100% optimal ist, Kipper. Na? So, und das hatten wir gehabt und das heißt also auch für diese Situation, ich zum Einkaufen, wenn ich Sachen benutze, transportiere, das heißt in jedem Fall die schweren Geschichten, auch hier, Punkt Nummer 1 für Eli, seine Futterdosen, ja, 50 Dosen, wiegt das Material alleine schon über 50 Kilo, plus denn natürlich, was ich für mich noch habe, Getränkekisten, das heißt Wasserflaschen. Das sind auch nicht, das sind nicht weniger Gewicht, wenn ich hier 2 oder 3, sind es ja bis zu 3 Kästen übereinander reinstaple. Ich wollte nicht wissen, wie es aussieht. Ja. Das ist also für die Alltagssituation, brauche ich den in jedem Fall. Und das ist das, was er aber noch viel eher sagt, bevor das jetzt mit Ila sich überhaupt jemals angekündigt hatte, dass wir die Notwendigkeit dafür haben, unterwegs auf Touren. Daher kam ja die ursprüngliche Idee her, wo ich sagte, für die zukünftigen Solotouren, die ich hier beabsichtige auf diesem Kanal zur Unterhaltung, der seriösen Unterhaltung, der lügenfreien Berichterstattung über das echte Leben in der Welt. Na? Nichts mit Reality-TV im Sinne von Fake-Drehbuch und hast nicht gesehen, sondern dem gegen die allgemeine Verdummung der Bevölkerung durch halt genau jenes Material, was hier von anderen Individuen verbreitet wird, möchte ich gerne etwas Seriöses bringen. Und um das zu gewährleisten mit all dem Material, was wir dafür transportieren müssen, wenn ich nämlich allein unterwegs bin, wir hatten das, verweise ich auf jenes Anschaffungsausrüstungsvideo, brauche ich in jedem Fall ein Zuggerät, Zug oder Schiebe, wie man es dann nennen mag, wo es gerade die Situation hergibt. Ne? Jo, ob das jetzt ist, wo wir das Boot reinpacken und all die Ausrüstung, was wir für Boot für eine Woche brauchen. Die Zuschauer der Abenteuerreportage wissen mehr als Bescheid, wofür man so etwas benutzen kann. Und alle anderen, denen, wenn sie kurz drüber nachdenken könnten, auch einige zahlreiche Anwendungszwecke unterwegs irgendwo auf einer Tour dafür einfallen. Und wenn es das Simpelste ist, was es überhaupt gibt, nämlich das Feuerholz beschaffen. Ja? Wo man nicht sagt, ich trage jetzt das Ganze nur im Rucksack, das heißt im Lastentragegestell, kannst du machen, bis 40 Kilo knall ich mir da rein. Aber wenn ich halt hier 3-4 Meter lange Buschhölzer habe, ganz, das heißt Bäumefälle, reden wir mal Tacheles. Denn kann ich das möglicherweise nicht vor Ort hier mit der Handsäge klein, wisst ihr, ja? Also, es gibt einen Haufen Anwendungszwecke, wofür diesen Hänger benötigen und der wichtigste ist momentan allerdings natürlich unser Alltag, bevor die Touren beginnen. So, das also so viel Punkt Nummer 1, Anwendungszwecke. Ich gliedere das Ganze jetzt in Punkte, dass wir sehen werden, dass es eine Struktur in diesem Video hier drin ist. Der Anwendungszwecke ist also abgeklärt, ist also, brauchen wir gar nicht uns drüber unterhalten, das ist logisch. Punkt Nummer 2, der Aufbau dieses Hängers, der sollte maximal robust und witterungsunempfindlich sein. Das heißt, es gibt kein Kunststoff. Und es gibt auch kein Holz. Dafür jedoch alles aus möglichst korrosionsbeständigen, / rostfreien Metallen. Ja, ich weiß, wie schön das aussieht, Dinge aus Holz. Ich hatte viele Ideen, was das angeht. Da können wir auch Bambus nehmen, aber es ist immer das gleiche Problem. Holz muss gepflegt werden und widersteht meinen Beanspruchungen ohne jene Pflege halt nicht. Und diese Pflege kann nicht in regelmäßigen Abständen auf einer Tour gewährleistet sein. Das ist, und das Material nimmt natürlich ab durch Beschädigung, das ist klar. Ne? Deswegen möchte ich das nicht schlecht reden. Ich bin grundsätzlich ein Fan von Naturmaterialien. Wenn ich das jetzt, sage ich mal, nur so im Alltag benutzen würde, ne? Im Sinne von, es wird nicht ganz so hart rangenommen, sagen wir es mal so, würde ich es nur empfehlen, da mal etwas zu machen, wegen der Nachhaltigkeit halber. Aber wie gesagt, es deckt sich dann leider nicht mit der ruppigen,
solche Geschichten, ich transportiere den Hänger irgendwo am Auto draußen dran und wir buffen damit irgendwo gegen. Er wird durch das Wasser gezogen, was wir hier schon allein im Alltag hatten. Dazu müssen wir nicht mal auf eine Tour gehen. Ne? Das sind so viele Geschichten, wo ich sage, es wird ausschließlich Metall bleiben. Und dass ich keinen Kunststoff benutze, das dürfte dahin dann noch viel logischer sein, als dass ich kein Holz benutze. So, und wenn wir jetzt beim Punkt des Aufbaus bleiben und der Robustheit, dann wird es auch ohne irgendwelche störanfälligen Komponenten geschehen. Das heißt, reine Mechanik hat dieser Hänger maximal. Also keine Elektrik, keine Federung, keine Bremsen und auch keine Feststellbremsen. Natürlich sind Bremsen auch mechanisch, keine Frage, bin mir durchaus bewusst drüber, und die Federung auch, aber das ist alles erstmal Punkt Nummer 1, fangen wir mal mit der Federung an, warum ich mich aktiv entschlossen habe gegen jene Federung, weil es Komponenten sind, die tatsächlich irgendwo mal eine Wartung benötigen oder kaputt gehen können, korrosiv sind, wenn ich jetzt an Schraubfederung beispielsweise denke, an Blattfederung, alles ist nichts, wo ich muss irgendwo immer mal rangehen und das Wichtigste wird sein, das Gewicht jenes Hängers. Wir werden gleich dazu kommen in einem weiteren Punkt und dann werdet ihr das sehen. Wow! Und wenn ich dann noch so etwas einbaue wie eine Federung, dann ist es, und wie gesagt, es ist nicht notwendig, das muss man einfach sagen, im Sinne von, also es wäre schon schön, aber eine Federung besteht natürlich auch daher, wie gesagt, ich baue Fahrzeuge, jetzt müssen wir mal kurz seine Historie, wer jetzt denkt, da redet jetzt hier der Blinde vom Licht, ist natürlich immer auf ein bestimmtes Gewicht bezogen. Und da haben wir dann die Problematik, dass ich immer unterschiedliche Gewichte transportiere. Und zwar massiv unterschiedliche Gewichte. Ne? In einem Auto ist es festgemessen auf, sagen wir mal, ne, ihr habt jetzt einen Pkw, der ist berechnet auf 1,6 Tonnen bis zulässiges Gesamtgewicht 2,1 Tonnen. Da haben wir eine Differenz von, was wissen ich, Pi mal Daumen, 500 Kilo, was diese Federung irgendwie ausgleichen kann. Wenn das Auto leer ist, fährt sie es gut. Wenn es voll ist, dann merkt er schon, wow, es geht in die Grätsche, geht tiefer und es wird schwammiger und so weiter. Aber das wird alles noch hingenommen. Bei dem Hänger wäre es nochmal eine Nummer gravierender. Denn wir reden hier von Einkaufsgewicht, wo ich sage, wenn ich Eli jetzt reinstelle, sind wir bei 35 Kilo. Ja, müsste eigentlich funktionieren, wenn wir jetzt auf den berechnen wollen. So, dann haben wir aber auf der anderen Seite mal eben 150 Kilo drin. Ja, und das ist plus dem Eigengewicht des Hängers ja selbst, wo wir gleich kommen werden, nicht mehr abdeckbar durch ein einstellbares Fahrwerk. Ich wäre nur am Hin- und Herschrauben und das würde auch nur gehen mit unterschiedlichen, wenn ich jetzt unterschiedliche Federhärten nehme, die ich zusätzlich austauschen müsste. Die Varianz der Gewichte, die mit diesem universellen, weil es wie gesagt ein universelles Gerät ist, transportiere, ist einfach zu groß, als dass es sich praxisorientiert durch eine Federung realisieren ließe. Darüber habe ich eine Weile lang nachgedacht. Es juckt mich. Es wird mich unheimlich jucken natürlich, weil ich grundsätzlich dran, würde ich jetzt einen Buggy für mich bauen, mal angenommen. Ja? Das heißt, wo ich mich mit Ila durch die Landschaft ziehe, dann wüsste ich ganz einfach, das ist super sicher. Ich mache das Gewicht auf 80 Kilo, also mal 20 Kilo Zuladung und dann habe ich eine Federhärte, die ich berechnen kann und die Sache ist super einfach. Werde ich ein Lastenfahrrad, wo ich weiß, ich transportiere jeden Tag irgendwie 100 Kilo oder so im Durchschnitt, dann berechne ich das darauf, sah es gut. Aber hier, wie gesagt, na, müssen wir sagen, ist die Spirale, die Varianz einfach viel zu groß, als dass die Federung, die würde sehr oft daneben liegen und dann würde sie nicht mehr funktionieren richtig. Und dann haben wir, wie gesagt, die Punkte mit der Anfälligkeit und dem Gewicht, was auch noch hinzukommt. So. Daher keine Federung. Und Bremsen, das Gleiche oder ein Ähnliches. Da wäre jetzt das Gewicht eher zu vernachlässigen, tatsächlich. Das sind jetzt vielleicht 1-2 Kilo, die dazukommen. Das würde die Kohle überhaupt nicht fett machen. Aber eins dürfte man nicht vergessen, auch wenn wir jetzt gleich an den Hänger kommen werden, was auf möglicherweise wiegt, wo man sagt, wow, da sollte in jedem Fall eine Bremse haben, wo ich durchaus mitgehe. Ja? Wo ich es wirklich sage, das wäre vernünftig. Sollte man aber nicht vergessen. Ich fahre die vermeintlich stärkste Fahrradbremse der Welt. Wenn wir jetzt an das Fahrrad denken, ja, nehmen wir mal an, ich nehme den Hänger zum Ziehen am Fahrrad, nicht zum Schieben mit der Hand, sondern zum Ziehen am Fahrrad. Dann habe ich, die sollte man nicht unterschätzen. Ich weiß, was diese Bremse ableisten kann, denn ich fahre bereits länger aktiv mit völlig überladenen Hängern und in diesem waren bereits über 100 Kilo drin. Das mit meiner Bremse und sie hat es geschafft. Ich will nicht sagen problemlos, aber sie hat es geschafft, diesen Hänger schnellstmöglich zum Stehen zu bringen und das selbst mit einer Hochdeichsel. Das heißt also,
Nein, ich habe eine Bremse am Fahrrad, die man nicht mit einer durchschnittlichen, handelsüblichen Bremse vergleichen sollte. Das möchte ich damit sagen. Ja? Und hier verweise ich auf jenes Video mit der Schwimmsattelbremse. Ja? Und solange keiner eine Magura Gustav M. bzw. eine Shigura oder ähnliche Kombination jemals gefahren ist und meint, das würde nicht ausreichen, bin ich der Meinung, sollte das erstmal ausprobieren, dann würde er sehen. Ja? Nichtsdestotrotz ist es natürlich, wäre es sicherer, den Hänger zu bremsen. Aber dann haben wir die Problematik. Die Bremse würde... ist ein Störfaktor, der, was die Witterung angeht, in jedem Fall. Wie gesagt, der Hänger bekommt Wasserkontakt regelmäßig. Er wird durch Schmutz, er wird durch Schlamm, er wird durch Schnee möglicherweise, alles Mögliche durchgezogen. Es bleiben Sachen drin hängen, er wird durchs Unterholz gezogen und so weiter. Und die Bremse selbst, das heißt der Sattel und die Scheibe, wenn wir jetzt mal von einer Scheibenbremse reden, wäre nicht mal das, aber die Übertragung, die Leitungen, ob das jetzt eine Hydraulik oder ob das Bautenzüge sind. Da vor allen Dingen dann die Koppelung mit der Deichsel, das heißt, wenn wir hier von einer Auflaufbremse reden, das sind Dinge, die ich beim Durchgehen als zu großen Störfaktor gesehen habe, die in jedem Fall, da bin ich mir ziemlich sicher, unterwegs kaputt oder ob kaputt gehen würden, ausfallen. Ansonsten könnt ihr mir sicher glauben, es wird mich jucken. Es wird mich unheimlich jucken, an einen Hänger eine Gustel zu bauen. Das wäre der krankeste Hänger wahrscheinlich, den jemals jemand gebaut hat, was eine Bremsanlage angeht, weil sie genauso überdimensioniert, wie sie am Fahrrad wäre. Ich habe noch Gustel zu liegen, ist nicht das Problem. Aber es juckt mich. Aber auf der anderen Seite, also aus fahrzeugtechnischer Affinität juckt es mich enorm. Aber wenn ich an den Praxiszweck und die Anfälligkeit und so weiter denke, sage ich mir, da kann die Gustel nichts für. Das ist einfach die Anbindung und die Kombination zusammen. Und auch andere Bremsen. Damals war es völlig egal, welche wir da nehmen würden. Auflaufbremsen. Ich würde denn auch davon abgehen, möglicherweise keine Bremse zu bauen, die sich auf ein Rad bezieht, sondern ich würde dann natürlich eine Verbindung einer Starrachse fahren. Das heißt, beide Räder gleichzeitig angetrieben und würde hier wie bei einer Kardanwelle eine Bremse. Das heißt, ich setze nur eine, um das Störanfällige, um das Störrisiko zu minimieren und um beide Räder auch gleichzeitig im selben Moment mit der gleichen Kraft abzubremsen. Denn das ist ein Riesenfaktor. Wenn eine Bremse irgendwo blockiert und bei Nässe und so weiter, wird das sehr hohe Wahrscheinlichkeit passieren, dass die eine mehr zieht als die andere. Und wenn ich dann in einer Situation ziehe, das heißt Bremse und die Auflauf, wie auch immer, in Funktion ist, hast du möglicherweise noch einen größeren Störfaktor oder eine größere Gefahr, als wenn du gar keine Bremse hättest, wenn der Hänger nämlich einseitig bremst. Das kann vor allen Dingen bei hoher Last bergab zu einem kompletten Überschlag führen. Fatale Sache. Das ist dann noch unkontrollierter, als hättest du gar keine Bremse. Es gibt also verschiedene Situationen, wo ich mir sage, die Bremse lassen wir besser weg, auch wenn einige Gründe dafür treffen. Das ist jetzt meine Entscheidung, die ich dafür getroffen habe. Und wir werden auch gleich noch sehen, warum sie so einfach auch gar nicht zu realisieren wäre, wenn man das alles nicht bedenken würde. Kommen wir zu den Rädern. Und ich sagte, keine Feststellbremsen. Das wäre eine einfache Sache, die ich jetzt hier am Fahrrad manuell anbringe. Das ist einfach ein Gewichtsding. Und wir werden zu einer anderen Komponente kommen, die etwas Ähnliches bewirkt, wo wir sagen, die brauchen wir nicht. Die Feststellbremse ansonsten, an einem Rad zum Beispiel, oder an einer Kardanwelle, wenn wir eine durchgehende Starrachse hätten, die wäre gar nicht so störanfällig, weil es eine reine Mechanik wäre, die auch ohne irgendwelche Seil, Bautenzüge, Leitungen oder sowas ausgeben. So einfach Hebelkraft. Da kann nicht viel passieren. Die lege ich um oder lege ich um. Peng. Ne? Das heißt, mit der könnte man. Da würde ich noch tatsächlich mitgehen. Aber wie gesagt, die ist ja nur zum Stehen des Hängers, wenn er steht. Und da, wenn wir zukommen, habe ich eine andere Alternative. Jo. So viel also Punkt Nummer 2, der Aufbau des Hängers. Bin hier gerade schon wieder eingebrochen. Der Aufbau des Hängers. Punkt Nummer 3 wären die Maße. Wie groß soll das Ganze sein? Das Gesetz, um hier mal die Straßenverkehrszulassungsordnungen ein bisschen zu zitieren, schreibt vor, oder ist tatsächlich der Fahrradanhänger selbst gar nicht bedacht, denn er läuft unter die Hänger, allgemein Anhänger, was man an Kraftfahrzeugen führen kann. Und das ist das Verrückte, da treffen die Regelungen vom Auto zu. Das ist ein Fehler durchaus. Bei Zweirädern, motorisierten Zweirädern, ist es wieder etwas anderes. Das heißt, wenn wir an den Motorradbereich gehen, da gelten wieder etwas andere Vorschriften. Aber bei dieser Nummer ist es tatsächlich, das ist in meiner Ansicht, das ist ein Fehler, der nicht bedacht wurde. Denn passt auf, der Hänger darf an einem Fahrrad bis 2,55 Meter breit sein.
nimmt er mit dem Rad mehr als eine Spur, ist schon fast ein Schwerlasttransport ein. Ja? Er darf 4 Meter hoch sein. Da müsst du schon aufpassen mit irgendwelchen Brücken in jedem Fall. Und das ist völlig paradoxe. Er kann 12 Meter lang sein. Ein 12-Meter Anhänger an einem Fahrrad ist gesetzlich erlaubt. Insgesamt auf dieses Gespann, denn mit dem Fahrrad übrigens die üblichen, wie wir das von dem LKW kennen, 18,75 Meter allerdings nicht überschreiten. Wobei es allerdings auch egal ist, wie viele Anhänger man hintereinander zieht. Das heißt, du könntest auch 3 Anhänger anhängen, die zusammen 12 Meter insgesamt mit dem Fahrrad 18,75 Meter nicht überschreiten. Daran sehen wir, dass wir uns an diesen Maßen nicht orientieren müssen. Will ich damit sagen, müssen wir jetzt nicht weiter werten, diese Nummer. Es ist, was das Maß des Anhängers angeht, müssen wir uns aus der deutschen Straßenverkehrszulassungsordnung keine Gedanken machen, was dieses Projekt angeht. Unabhängig davon, der Vollständigkeit halber, wären mir die rechtlichen Bedingungen, was das angeht, allerdings auch egal. Tatsächlich. Denn dieser Anhänger wird nicht nur hier bei uns im deutschen Straßenverkehr bewegt und das wäre dann eigentlich nur im Alltag. Also Dinge, die... Diese Anwendung ist der kleinere Bereich. Dieser Anhänger wird eher Offroad bewegt. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt mit Ila dran denke, dieser Alltag Offroad ist viel mehr als der Alltag Onroad, weil wir einfach draußen leben, Punkt Nummer 1. Und die Touren finden fast ausschließlich Offroad statt. Das heißt, vor allen Dingen auch in einem anderen Land. Das heißt, dort gelten andere Vorschriften. Und national gesehen, wenn du mit einem Auto, jetzt aus reiner Erfahrungsbericht mal, was keine TÜV-Plakette hat, aber es hat ein Kennzeichen und es ist eine Haftpflichtversicherung, das ist wichtig. Aber was sonst TÜV abgelaufen ist und ihr fahrt damit irgendwo nach Timbuktu, interessiert das dort niemanden, weil das ein nationales Recht ist. So, in dem Fall national, da wo die Zulassung passiert, in Deutschland, in diesem Fall. Ne? Will damit also sagen, die Straßenverkehrszulassung, ich will die nicht ignorieren, aber was die Maße angeht, müssen wir uns keine Sorgen machen. So, und hier mal zum Vergleich. Der alte Hänger, den wir jetzt hier haben, den wir als, in jedem Fall als zu klein betrachtet haben und der nicht immer ausreichend ist, auch was die Zuladung und alles andere angeht. Wir kennen das, muss ich nicht weiter eingehen, wo alles, ich hatte es ja schon gesagt, wo seine Defizite liegen. Aber das muss man auch sagen, er wurde mir kostenlos zur Verfügung gestellt, darüber bin ich sehr dankbar. Ich muss jetzt lediglich mal die teuren Reifen ersetzen und habe mal so eine komplette Wartung gemacht. Aber ohne dieses Sponsoring-Geschenk hätte ich jetzt diesen Hänger gar nicht. Also von daher sind wir damit sehr lange gut ausgekommen und das möchte ich nochmal ihn würdigen. Er hat sehr viel durchgemacht. Ein gekaufter China-Anhänger aus irgendeinem Baumarktregal mit Alustreben und Kunststoffschrauben hätte nicht mal ansatzweise davon. Na, da müssen wir gar nicht überreden. Gut, also hier das Maß nochmal kurz, dieses zu kleinen Hängers. Hat ein Innenmaß von 68 cm Länge und 38 cm Breite. Und bei diesen 38 cm Breite fehlen genau 1,5 cm um den Wasserkasten, um die Getränkekisten hier reinzustellen. Das ist ja deswegen, weil schräg drin steht. Ja. Also für Bierkantastentransport und sowas ist es halt leider nicht für zwei zumindest. Es passt immer nur einer rein. Da fehlte das, ist halt geschuldet durch diese Multiplexplatte. Ja, hier ist einfach, die ist nachträglich eingesetzt worden, weil der Original war, glaube ich, eine andere drin. Wurde mir von der Vorbesitzerin gesagt und der wurde aber gestohlen, rausgeklaut irgendwie, diese Kasse. Und deswegen wurde hier mal nachträglich eine zusammengezimmert, die auch den Zweck erfüllt und super robust ist. Ja? Aber man sieht, der Klassiker am Holz hier rubbelt sich auf und ab. Und die Platten fallen hier innen auch auseinander, logisch irgendwann. Ist es einfach zu schmal geworden durch das breite Holz hier. Ja? Aber ich kann es auch nachvollziehen, weil es, man wollte es stabil machen und es ist dann automatisch etwas schmaler geworden. Gut, also wir hatten gesagt, 68 mal 38 und Innen- und Außenmaß hat er 86 mal 67. Das ist hier diese komplette, das ist 67. Das ist eigentlich das wichtigste Maß. Werden wir jetzt gleich kommen. Warum? Und er wiegt 21 Kilogramm. Ja, 21 Kilogramm, diese Zahl sollten wir uns kurz im Gedächtnis halten, denn der neue Hänger wird mindestens doppelt so schwer werden. Und genau das ist jetzt das Punkt, der neue Hänger, was die Breite angeht. Ich sagte gerade, 67 hat dieser hier und der hat überall durchgepasst. Es gab gar keine Probleme. Auch zwischen Pollern in Fußgängerzonen und so weiter musste ich keine großen, ich ab und zu mal nach hinten gucken, aber du hast ein gutes Gefühl für den Hänger gehabt. Also der war völlig human, aber dafür passt auch nichts rein. So, der neue Hänger wird natürlich breiter werden und was das angeht, etwas komplizierter. Man muss wieder ein bisschen mehr Rücksicht, noch mehr Rücksicht nehmen bei
beim Fahren Vorsicht walten lassen. Denn ich beabsichtige ihn hier auf das maximale Maß für genau jene Zweiradhänger zu nehmen, bevor man noch Leuchten anbauen muss. Und das ist 1 Meter Breite. Alles, was über 1 Meter an der Breite ist, braucht es eine aktive Frontbeleuchtung. Das heißt einen weißen Frontstrahler. Nicht einfach nur Reflektoren, die sowieso, sondern du musst eine Beleuchtung haben. Und das möchte ich nicht. Das ist ein zusätzlicher Fakt, der in meinem Anwendungszweck eher sinnfrei ist. Punkt Nummer 1, ich würde mich selbst beleuchten. Das heißt, ich hätte immer irgendwie einen Schatten drauf. Und Punkt Nummer 2, ich hätte wieder ein störanfälliges Teil dran, was ich dann irgendwann mich zwingen könnte, was man haben müsste. Und wo man sagen würde, naja, die Lampe, mein Gott, du hast ja nicht immer an, ist ja tagsüber auch, ja, brauchst du nicht und so weiter. Ist es aber auch 1 Meter Breite, das sollte man bedenken. Viele Sachen sind auf Türen zum Beispiel, sind in der Regel 90 cm breit. Habt ihr es jetzt bei Mutter gehabt? Jedes Mal, wenn ich einen Hänger reinfahren musste mit dem Verbandwechsel, ja, sind wir gerade so durch diese Türen gekommen. Die sind, glaube ich, noch schmaler. Ich glaube, die sind nur 80 oder so. Da war es gerade so, da war nicht viel Platz links und rechts. Du kommst mit Sachen über 1 Meter, ja, auch wenn ich jetzt denke an die Einstiegstüren der Bahn, ja, und auch die Poller, die halt in Fußgängerzonen stecken. Was über 1 Meter breit ist, würdest du überall anecken. Da hast du ein Riesenproblem mit, kommst du schon nicht mehr durch in der Zivilisation. Und dann halte ich 1 Meter eigentlich auch schon für mehr als ausreichend. Da möchte ich nicht drüber gehen. Das wird also das maximale Maß, beabsichtige ich, 1 Meter Breite. Um nicht zu sagen, machen wir mal 99,5, damit wir rein rechtlich irgendwo unter einer Zahl sind. Außen, ja? Das ist jetzt natürlich nicht das, was innen nutzbar ist, aber außen, da kommen ja noch die Räder dazu. So, und die Länge beabsichtige ich hier irgendetwas, und da könnt ihr jetzt gern mal rein, was so ihr so meint, zwischen 1 Meter und 1,50 Meter. Das ist etwas, wo ich sage, damit würden wir alles abdecken. Aktuell, wenn ihr mich jetzt nageln würdet, festnageln, tippen wir das auf, würde ich sagen, 1,25 Meter. Dann haben wir so ein glattes Maß, wo wir gleich dazu kommen werden, möglicherweise effektive Breite innen 75 cm, 1,25, vielleicht auch 1,35. Ja? Ich weiß nicht, hier mal eure Ideen rein. Was würdet ihr sagen von der Länge? Was ist, die Breite begrenzt, wie gesagt, mehr und macht auch mehr Vorschriften aus. Die Länge ist irrelevant für Vorschriften sowieso, für das Handling auch nicht so wichtig, aber eher wieder wichtiger für den Transport. Transport des Hängers, das ist der Punkt, wenn wir ihn mitnehmen zum Boot, auf dem Boot zum Beispiel, auf dem Auto oder in dem Auto. Wir werden gleich zur Transportfähigkeit des Hängers kommen, wenn wir da nochmal sehen. Da sollten wir es also nicht zu lang machen. Und natürlich, last but not least, je länger, desto höher Gewicht. Und das ist jetzt der Punkt, ich hatte es schon angemerkt, wenn der alte schon 21 wiegt und ich sage, der neue ist deutlich robuster, der neue ist deutlich größer und der neue hat Komponenten, von denen der alte nur träumen kann, dann sind wir da locker bei dem Doppelten. Mindestens 40 Kilo, schätze ich mal, wird dieser Hänger wiegen, wenn nicht sogar 50. Ja. Klingt erstmal viel, aber muss man auch sagen, ziehst du ja nur und rollt. Ja. Deswegen hat der Mensch mal das Rad erfunden. Und ich möchte ihn natürlich möglichst wenig tragen. Ja, aber das bleibt nicht aus. Der Hänger wird schwer, das weiß ich also jetzt vorher. Das wird also kein Leichtbau. Wir haben jetzt auch gleich sehen, warum er so schwer wird, wenn wir jetzt nämlich die Ladefläche angucken. Damit habe ich mich vorher schon abgefunden. Ja, aber wie gesagt, da ist für mich... Ist für mich alles. Na, als Fahrzeugbauer quasi Prio 1 immer die Robustheit, die Langlebigkeit. Ob es um Fahrräder, ob es um Autos, ob es um Schaukeln, ob es meine eigenen Produkte geht, das zieht sich überall durch. Ich lege hier Wert auf die maximale Robustheit. Das hat also nichts mit Ultralight zu tun und das möchte ich auch nicht. So, also muss ich auch das in Kauf nehmen und das werde ich dann auch tun, das hohe Gewicht. Punkt Nummer 4 sind die Räder. Und da habe ich eine positive Nachricht. Das erste Teil haben wir bereits schon, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ich habe einiges an Zeit benötigt, jetzt diese zusammenzustellen, denn das ist von allem Material, was wir jetzt für den Hänger brauchen, das sehr wahrscheinlich seltenste. Was am schwierigsten zu bekommen war, und mit dem habe ich zuerst angefangen. Bereits schon Anfang des Jahres tatsächlich. Ich würde auf dieses Thema Räder separat eingehen. Das heißt, ich mache dazu nochmal ein separates Video, ein eigenständiges. Das wird ein Review werden. Da geht es um Felge und Reifen. Aber hier kurz, damit ihr erstmal wisst, worum es geht. Das sind hier, wer sie schon erkannt hat, das sind die alten
20 Zoll, würde man im Fahrradbranche sagen. Ich bin Kfzler und sage deswegen 16 Zoll, weil das hier der Außendurchmesser der Felge ist. Vom DDR-Anhänger, dem MKH, das sind die Räder mit jener Renak. Narbe 36 Loch mit der Renak-Achse, 128 mm Länge, M10 mit den 2,5 mm starken, 19 cm langen Keba-Speichen. Das ist das Schwerlastrad zu DDR-Zeiten und natürlich Stahlfelge. Das massivste, was ich meiner Ansicht nach überhaupt im Bereich von 16 Zoll kenne. Und jetzt legen wir nochmal einen drauf. Auf diesem sowieso schon massiven Laufrad sind jetzt hier, beziehungsweise auf diesem Rad sind jetzt hier Reifen montiert. In dem Fall handelt es sich, darum wird dann das Video, das Review mal gehen, um Heidenau Moped-Reifen. Das heißt der Nachfolger von den alten DDR-Pneumantingern, die original drauf sind. Und zwar habe ich hier 2,5er als auch 2,75er. Die haben eine Traglast von pro Reifen 170 Kilogramm. Wir reden hier also von einer Traglast der Räder von über 300 Kilogramm. Und dass dieses Rad das mitmacht, das weiß ich bereits. Das heißt, die Felge mit den Narben, mit der Speiche und der Achse. So, das heißt also, dieses Ding ist, ja, wenn ich sage jetzt Bulletproof, dann schießt einer drauf und sagt, Edge war es doch nicht. Na, aber wisst ihr, was ich meine? Das Ding ist quasi, und ich habe sie selbst aufgebaut. Das heißt, wir können darauf setzen, dass es das robusteste, massivste ist, was es überhaupt gibt. Und jetzt haltet euch fest, dieses Rad wiegt genau 4 Kilogramm. Und damit seht ihr denn schon, ja, zwei so eine Dinger sind schon mal 8 Kilo. Und da bei 8 Kilo, da sagen eine schon, wow, das wiegt schon mal ein ganzer Hänger. Ah, da brauchen wir uns gar nicht überhalten, aber diese Dinger sind genau das. Ich habe lange überlegt über die Größe tatsächlich, welche sich als effektiv herausstellen würde, also der außere Raddurchmesser, beziehungsweise wenn wir vom ETRTO reden, ist es so, dass du abwägen solltest zwischen der entsprechenden Bodenfreiheit natürlich, die der Hänger in jedem Fall haben muss, vor allen Dingen, wie gesagt, auf Touren, ganz wichtig, in der Wildnis brauchen wir die in jedem Fall, die entsprechende Höhe, das heißt Schwerpunkt, Führung hinter dem Fahrzeug, das heißt hier dem Fahrrad mit der entsprechenden Deichsel, rede ich hier von einer Hochdeichsel, als auch, und das ist jetzt der Kompromiss natürlich, dennoch zwischen Transportfähigkeit, das heißt, wie kann ich ihn zerlegen, dennoch möglichst klein bleiben, der Schwerpunkt entsprechend passend zum Gewicht, was drin ist, als auch der natürlich noch der Stabilität, was kann das an Traglast halten. Ja, und wenn ich jetzt also einen Topf schmeiße, bin ich zum Resultat gekommen, jene 16 Zöller zu nehmen. Und das hatte sich natürlich angeboten, weil da muss man einfach sagen, da haben sich die Jungs damals zu DDR-Zeiten schon was bei gedacht. Nicht umsonst hat man das genommen. Na, das ist eine durchdachte Sache, wie auch bei Mountainbike-Reifen damals Rädern das 26 Zoll Format ETRTO 559. Ich verweise hier auf das Video zur Laufradlüge. Mal erfunden wurde, weil man clever darüber nachgedacht hat, welche Anwendungszwecke das universellste alles zusammen abdeckt, ohne dass auf einem Bereich die Nachteile zu groß wären, sondern dass man von allem Vorteile wisst ihr. Ja? Und genau das sehe ich jetzt in dieser Größe. Und da sie ja schon fertig sind, wie gesagt, ist das Thema schon erledigt. Ich sagte jetzt noch zwei, denn ich habe noch einen kompletten Satz da. Narben, Achsen, Speichen und natürlich auch Reifen. Was mir jetzt noch fehlt, ist noch eine Felge. Ich habe lange gesucht, das sind neue Felgen, das sind alles Neuteile. Das ist alles komplette DDR-Neuteile, die hier drauf sind. Wer Ahnung hat, weiß, wie selten das ist, das noch zu finden. Da müsste doch schon irgendein Opa, der quasi seine Garage aufgehört hat und was aus 40 Jahre altem Wachspapier ausgewickelt hat. Und auf so eine Anzeige warte ich noch. Ansonsten, wer hier noch einen Satz neuer Felgenringe für jene Renak hat, wisst ihr, wer es benötigen kann. Aus jenem Hintergrund, einmal mit dem Ersatzrad ist es grundsätzlich nicht verkehrt, das zu haben. Denn wenn da was mal zu flicken ist, das würde ich dann in das Video, das packe ich in das, wollen wir nicht zu viel darüber sagen, das packe ich alles in das Reifen-Video. Das wird dann über Renak und Heidenau ein Review machen wir da mal. Das heißt MKH-Räder, ist es speziell. Ich habe auf Tour möchte ich in 2,75er fahren, in Zollbreite, als auch hier unterwegs im Alltag in 2,5er. So habe ich mir das ausgedacht. Sind zwei verschiedene Profile, die entsprechende Anwendungszwecke am besten abdecken.
Daher diese zwei Radsätze, die, weil der Hänger so universell ist. Weil es nicht nur ein Hänger ist, der nur auf der Straße, sondern weil er halt so viel, wie eingangs gesagt, abdeckt, halte ich es für sinnvoll, die auch zwei verschiedene Räder-Radsätze zu nehmen, Laufradsätze. Gut, also Punkt Nummer 4, die Räder sind durch, haben wir schon und damit kann es losgehen. Das ist das, was mich jetzt auch ein bisschen positiv stimmt bei dieser ganzen Nummer. Das Wichtigste, weil das schwerst zu bekommenste Teil, was natürlich vor allem die ganze Bauform des Hängers bestimmt. Die Räder bestimmen hier, und dann sehen wir jetzt nämlich auch schon natürlich die Breite des Hängers, weil die natürlich eine Aufhängung benötigen. Na, und wie gesagt, in diesem Fall sind das jetzt hier 13 cm. Und wenn ich jetzt das mal so gerechnet habe, dass diese eine Einbaubreite habe, dann komme ich auf mindestens 25 cm, die von der Gesamtbreite alleine schon nur auf die Räder abgehen. Das heißt, ich hätte noch eine effektive Breite von 75 cm Laderaum. So, das ist jetzt ein Pi mal Daumenmaß. Ja, das heißt, ich müsste also erstmal diese 100er Geschichte bauen und dann die Räder einsetzen und dann sehen wir, wie viel effektiv wir noch über haben. Ja, und das ist auch noch so ein Punkt, wo ihr jetzt auch seht, was die Bremse angeht. Hier erübrigt sich dann jegliche Felgenbremse im Sinne von Scheibenbremse und dann natürlich die andere auch, ja klar, weil hier keine Aufnahme vorhanden ist. Dann müssen wir einfach eine neumodische Aluminiumnarbe haben, die so entsprechend. Und kein, das muss ich einfach sagen, ich kenne kein Laufrad aus dem Fahrradbereich in den Formaten 20 bis 28 Zoll, was eine, wobei 28 ist schon absurd, ich könnte einfach 26, ist schon groß genug dimensioniert für einen Anhänger, die diese massive Stabilität hat. Dieses Ding ist einfach Wahnsinn, wenn ihr diese Speichen anfasst. Ich meine, ich bin schon geil drauf, weil ich selbst eingespeicht habe. Aber das ist so super robust. Es ist super stabil und es fühlt sich wirklich an wie ein Panzer, das Ding. Na, da machen wir alles mit Platz. Da rollen wir überall drüber und wir können, ich sage ja schon, 250 Kilo durch den Sarek, das ist kein Problem. Für die Räder zumindest. Gut, also Spaß beiseite. Ja, das Thema Räder ist erledigt. Kommen wir zum Punkt Nummer 5. Der Rahmen, der sich jetzt als logische Konsequenz dessen ergibt, was ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe. Aus meiner konstruktiven Sicht, ja, das mag jetzt wieder jeder anders sehen, aber da ist es auch so ein Punkt, der ist für mich fest. Ja, wir werden jetzt kommen, einige können wir diskutieren, Punkte, oder da würde ich mich freuen, wenn wir eine alternative Meinung haben, aber der ist für mich auch fest. Das ist ganz einfach, wenn ich ein tragendes Element habe, das für den Lastentransport konzipiert ist, dann baue ich einen Rahmen. Punkt. Egal, wie stabil die Tragfläche ist, wo man sagt, diese Fläche, ja, ein Blech, was auch immer, für ein Material, ob das ein Holz, ein Kunststoff ist, spielt keine Rolle. Selbst wenn es das, diese Last von, sagen wir mal, ganz hochgerechnet, 300 Kilo aushalten würde, ja, baue ich dennoch den Rahmen, ganz einfach, weil ich an diesem auch die Räder montiere. Ja? Das dürfte jetzt so klar sein, denn wenn ich ein Rad mit einer, sowas heute denke ich, ich möchte das nicht schlecht reden, ja, das soll also nicht sein, dass ich jetzt daran Kritik übe, denn es hat alles irgendwo seine Berechtigung. Wenn ich einen möglichst einfachen, kostengünstigen und leichteren, das ist der Punkt vor allen Dingen, Aufbau wählen möchte, dann würde ich natürlich ein modernes Rad nehmen mit einem Aluminium Komponenten an dem Laufrad zumindest. Und da würde ich mir auch überlegen, ob ich die Narbe, weil dann soll das auch möglicherweise nur 100 oder 150 Kilo tragen. Ne? Dann würde ich die direkt an jene Ladefläche montieren. Ja? Das heißt, die braucht denn keine spezielle Halterung. Aber diese Narbe, ja, lebt ja logischerweise, ist eine durchgehende Stahlachse, davon, dass sie hier zwei Aufnahmepunkte benötigt. Das ist logisch. Und ergo sind genauso wie dieser Hänger. Es ist genau das Gleiche hier. Und dann seht ihr das auch schon, ne? Dass ich diese natürlich sinnvollerweise mit dem Rahmen verbinde und nicht mit jener Fläche, weil sonst die Kraftübertragung gar nicht vernünftig gegeben ist. Kommt noch hinzu, dass hätte ich ein Material wie Holz, Kunststoff oder Aluminium und ich möchte hier gern Stahl, wie es auch dieser hat, ja, verwenden. Wie sollte ich diese beiden vernünftig miteinander verbinden? Dann müssten wir wieder über Schrauben gehen und solche Sachen. Nein, das ist nichts für mich. Für mich ist es ganz logisch, aus der, so wie ich damals meine Fahrzeuge und so wie ich es auch in Zukunft machen würde, würden wir nochmal solch ein Fahrzeug bauen, sollte das auf diesem Kanal hier tatsächlich mal verfilmt werden, das weiß man ja nicht, dann mache ich es robust. Und robust ist ein Rechteckrahmen. Der ist einmal umlaufen, da könnt ihr euch so vorstellen wie dieser hier. Wir machen also ein Rechteck
Und außen, wo die Räder kommen, trennen wir das hier einmal ab, wo ich dann die Achse mit reinbaue. Und das wird verbunden mit zwei massiven, breiten Stahl. Muss dazu sagen, das Material, falls ich es nicht erwähnt hatte, beabsichtige ich V4A zu nehmen. Rund- und Rechteckrohr, Vierkantrohr für den Rahmen. Ganz einfach wegen der, anfangs eingesagt, wegen der Korrosionsbeständigkeit. V2A rostet auch. Ja, habe ich oft genug jetzt an Fahrzeugen verbaut gehabt, wo wir auch gesehen haben, hast du überall wieder unschöne Rostpickel. Wäre jetzt nicht so dramatisch, weil deswegen das Material stark genug teilweise am Fahrzeug zumindest war. Da ging es jetzt um Frontschutzbügel zum Beispiel oder Leitern und solche Späße. Dass es da keinen Einfluss auf die Stabilität hatte. Überhaupt rein gar nicht. Aber es war eine optische Sache. Es sah irgendwann scheiße aus. Es rostete. Und dann überträgt sich der Rost auch auf andere Sachen. Das ist der Punkt. Er würde weiter wandern. Und wenn ich es bekommen würde, in den Maßen, die ich mir vorstelle, das wäre jetzt abhängig, dann würde ich V4A dort priorisieren. Ne? Und genau das wäre dann auch die Verbindung. Das heißt, ich setze dann zwei Bleche aus V4A, die sind dann sehr massiv. Ich gehe davon aus, 10 mm stark. So wie diese kleinen Dinger hier sind. Ja? Die sind jetzt hier, man sieht schon aus, so wie 4 mm. Ja? 3,5, 3. Ja? Wo diese Achse drin steckt. Und wir machen das ja ein bisschen bulletproofer. Ne? Werde ich das richtig massiv. Und das wird dann mit dem Rahmen verschweißt. Sodass diese Räder den massivsten Aufhängepunkt überhaupt haben. Dass da im wahrsten Sinne des Wortes nichts abbrechen kann. So. Sagen wir mal 5 bis 7, wir wollen realistisch bleiben, ja? Sonst werde ich wahrscheinlich das Material nicht mehr bearbeiten können. 5 bis 7 mm wird ausreichend, denke ich. Müsste ich dann natürlich sehen, wie das Maß, na, das gucke ich denn. Ich würde anfangen mit dem Rahmen und dann gucke ich, was am besten auch dazu passt, was ich gut schweißen kann. So, aber das wird jedenfalls massiv sein. So, und an den Rahmen optional, das gehört jetzt noch ein Punkt zum Rahmen mit dazu, auch wenn es jetzt eher schon so eine Art Zubehörteil doch ist, würde ich dann noch Schutzblechhalterungen montieren. Und das sage ich nur optional, weil der Hänger bekommt keine permanenten Schutzbleche, sondern nur bei Bedarf anbaubare. Das heißt, hier für den Alltag können Sie die ganze Zeit dranbleiben. Das heißt, bei mir zu Hause. Wenn wir jetzt Ila transportieren, Nahrungsmittel, Essen und so weiter, Schutzbleche können die ganze Zeit dranbleiben. Aber wenn wir unterwegs auf Tour gehen, dann muss dieser Hänger zerlegbar sein. Dann müssen diese Räder rausnehmbar sein. Dann brauche ich nur noch diese flache Bodenwanne des Hängers. Werden wir jetzt gleich zum nächsten Punkt, denn automatisch kommen die Wanne selbst, das Tragmaterial. Damit es ist, dass der Hänger sich nicht nur auf einem Boot zum Beispiel, sondern noch viel wichtiger auf dem Fahrzeug, das heißt auf dem Dach vom Fahrzeug oder in einem Fahrzeug, wie auch immer, soll er möglichst flach sein. Und dazu müssen die Räder demontiert werden und dazu können dann keine Schutzbleche mehr. Die würden da nur stören, zumal auf Touren. Da muss man einfach mal sagen, da wird so viel Dreck und Schlamm sowieso umherspritzen, da spielt es auch keine Rolle mehr. Es wird vielleicht das eine oder andere Mal nervig sein, aber die Schutzbleche würden mehr stören bei der Demontage und Transport, als dass ich diesen sinnvollen Effekt hätte. Ja. So, und deswegen sage ich, mache ich sie nicht fest dran, sondern ich mache eine Schraubverbindung irgendwo an den Rahmen, wo ich sie denn dran machen kann. Und ja, die Schutzbleche werden dann, würde ich zum Ende des Punkts kommen, am Ende des Beitrages jetzt hier nochmal bei anbaubaren Zubehör. Ne? Aber dass ihr schon mal eine Idee habt, das wird kommen. Punkt Nummer 6 ist jetzt die Ladefläche. Das, was sich jetzt aus der logischen Konsequenz ergibt, Rahmen, auf was muss er drauf? Na, man könnte schon auf den Rahmen lose etwas legen. Ja, beispielsweise, wenn ich jetzt Brennholz transportiere oder ein Boot nehmen möchte, was ich per Stützen über den Rahmen setze, dann brauche ich gar keine Ladefläche. Aber für die meisten Anwendungszwecke braucht man eine Ladefläche, die wir sehr universell gestalten werden. Ich zumindest beabsichtige. Und da habe ich jetzt, das ist meine Idee, könnt ihr gern mal eure reinbringen. Mir schwebt aktuell vor ein 5 mm starkes Aluminium-Riffelblech. Das heißt, diese aufgedruckte Warmstruktur gibt es als Quintett oder Quartett. Die würde ich nehmen und die wird an den Seiten ringsherum hochgebogen, sodass eine geschlossene Wanne entsteht. Diese Hochbiegung, dieser Rand, beabsichtige ich ungefähr 7 cm zu nehmen. Das ist jetzt das, was ich so aus den meisten Anwendungszwecken, ich habe mal so ein bisschen durchgesponnen. 7 cm, 90 Grad Winkel. Und das Ganze wird dann mit dem Rahmen verschraubt werden.
diese Bodenwanne quasi. Und das ist das, ja, das ist das Hauptelement, wie das da jetzt hier alles mit transportiert. Ich hatte überlegt, ob die Seiten sind für mich klar, die werden hochgebunden, ja, also abgekantet, das war fest. Da hatte ich überlegt, ob ich vorne und hinten auflasse. Eventuell. Denn für langes Stück gut, zum Beispiel Brennholz, das wäre der Klassiker. Ganze Baumstämme wäre es natürlich gut, wenn ich, da brauchen wir die nicht. Da würden die eher stören, weil es denn nicht sicher genug aufliegt. Man müsste es denn festbinden. Wobei man muss es sowieso wahrscheinlich oft festbinden, wenn es um Stämme geht, weil sie sonst rollen würden. Aber manchmal kann das ja durchaus sein, wenn du was Längeres hast zum Durchladen, was jetzt, sagen wir mal, die 1,30 Meter der Hängerlänge überschreitet, das hinten und vorne offen bleibt. Hätte auch möglicherweise den Vorteil, wenn du das da unten umknickst, dass du da wieder Sachen einbauen kannst, wie zum Beispiel Rückstrahle oder Rücklichter an diese nach unten gebogene Wand, weil sie dann nicht gefährdet ist durch das Transportgut, weil sie ja quasi unter dem Hänger liegt. Wenn ich es nach oben biege, dann würde da von innen was kaputt gehen können, wenn ich was durchwisse. Ja? Hat aber auch den Nachteil, diese nach unten geknickten, deswegen habe ich jetzt wieder von abgekommen, wo ich mir sage, du kannst wo dran hängen bleiben. Es ist eine Aufreißgefahr. Du bleibst an Kanten drüber hängen, wo du den Hänger drüber ziehst. Es ist für dich auch eine Gefahr, wenn du irgendwo drunter fest den mal hochtragen musst, hast du diese spitzen Dinger, selbst wenn sie jetzt natürlich abgerundet sind, das heißt schön rund geschliffen, bei 5 mm Material, das kann man schon schleifen, dass man schon anfassen kann, aber es ist doch unkomfortabel und hohes Gewicht und so weiter und so fort. Ich bin jetzt dabei geblieben, das ist meine Idee, eine geschlossene Wanne zu nehmen. Das heißt, alle 4 Seiten nach oben zu biegen. Und hier habe ich mal geschaut, für alle, die es jetzt interessiert, weil das dürfte jetzt finanziell der größte Knackpunkt des Hängers überhaupt sein, was das Material angeht. Das aber jetzt auch nicht gerade so günstig, diese Räder zu bekommen in den Einzelteilen. Aber ich denke, das ist jetzt der höchste Punkt in jedem Fall. Wenn ich eine Wanne nehme, da habe ich mal durchgerechnet, ich habe mal Anbieter gefunden von, sagen wir mal, 75 cm Breite, was wir gesagt haben, ne? 25 die Räder, 75 bleibt noch, Pi mal Daumen, und 1,25 Länge. Kostet dieses Stück ungefähr zwischen, gibt es verschiedene Anbieter, kann ich mir so fertig bürdeln lassen, zwischen 250 und 400 Euro plus Versand. Und das ganz Interessante ist, dieses Ding wiegt übrigens, wie ist es richtig im Sinne, 20 Kilo. Das heißt, so viel wie der Hänger wiegt quasi schon nur die Einlage des neuen Hängers. Das ist schon Wahnsinn, ne? Und deswegen sieht man dann schon, wie sich das Gewicht dann zusammensetzt. Ja, wir sind schon bei 8 Kilo mit den Rädern. Dann sind wir schon bei 20, sind wir schon bei 28. Dann kommt natürlich noch der Rahmen. Der würde auch nicht gerade wenig sein. Und so läppert sich das alles. Ja, das wird eine gute Zahl werden. So viel mal zu diesem Punkt. Und das ist jetzt, glaube ich, der einzige Stopper, warum ich jetzt nicht gleich, ich würde beginnen, ja, sage ich vielleicht am Ende nochmal von der Reihenfolge, wie ich jetzt vorhabe. Aber die Wanne, da muss ich noch ein bisschen Geld zusammenkratzen für. Na, die wird, ich hatte auch geguckt, ob ich das Blech einzeln kaufe, aber ganz witzig, das kostet nicht weniger. Das ist das Verrückte daran. Diese Dienstleistung des Kantens ist gar nicht so das Ausschlaggebende. Was ich bislang leider nicht gefunden habe, der mir diese Kanten auch verschweißt gleich. Ich schweiße Aluminium sehr ungern, gebe ich offen zu. Ja, Stahl habe ich kein Problem. Ich habe ein Wickgerät, also ich kann Aluminium schweißen. Ich habe es auch schon getan, aber es sträubt sich mir das Gefieder, muss ich sagen. Oh, es fing an zu regnen. Ich mache es ungern und deswegen hätte ich gern, dass mir die Kanten auch gleich zugeschweißt werden. Da habe ich bislang noch keinen gefunden. Es gibt welche, die schweißen die Kanten, aber die haben denn nicht das entsprechende Aluminiumblech. Das heißt 5 mm bis 2,5 mm schweißen die. Wahrscheinlich auch nicht ohne gutem Grunde, ja, die Nummer. Muss man mal gucken. Ja? Also da ist, wie gesagt, jetzt noch Spielraum offen, wo man sagt, da kann man noch so oder so irgendwie machen. Dann würde ich die Laderaumwände, da bin ich mir noch nicht sicher, die Ladefläche, die soll unbeschichtet bleiben, weil erstmal legen wir sowieso was rein, da ist ja die ganze Zeit was drin, das spielt keine Rolle. Wenn wir jetzt an Aluminium denken, das reflektiert natürlich, das ist ganz hässlich. Das siehst du kilometerweit in der Wildnis und dich blendet das selbst auch noch, das kommt auch noch hinzu. Würde ich das eventuell irgendwie beschichten, ringsrum, die Wände. Das ist jetzt so eine spontane Idee. Ich möchte den Kostenrahmen gar nicht nach oben sprengen, denn ich sage, wir pulvern das Ganze. Könnte man jetzt auch machen. Ja, Pulverbeschichtung sieht schön aus, habe ich super Ideen, was die Farbe auch angeht, auch was das Corporate Identity schon betrifft. Würde denn alles super zu meinem Geschichte irgendwie passen. Aber das Pulvern kostet Geld und
Es würde sowieso zerkratzt werden, da machen wir uns nichts vor. Da machen wir uns nichts vor. Und dann der nächste Punkt, pulvern, ob das mit dem Rüffelblech überhaupt noch möglich ist und wie das noch hält. Ich weiß nicht. Was ich weiß, ist, dass sich glatte Flächen zumindest da besser vorbehandeln lassen. Ja? Und grundsätzlich ist es auch wieder eine Problematik, wie habe ich denn das fertig bearbeitete Blech, dann muss ich das wieder wohin schicken? An irgendeinen Betrieb und das kostet auch wieder Versand und so weiter. Also da ist noch so ein Knackpunkt bei mir. Da bin ich mir nicht sicher. Ja? Eure Ideen hier ruhig rein, wie man es machen kann, dass ich nicht dieses spiegelnde, glänzende Ding da irgendwie habe durch die Landschaft, das wäre ein bisschen, unten spielt es keine Rolle. Da kriegt das sowieso permanent Felskontakt, den werden wir auch rüberziehen. Der Rahmen ist, sag ich ja, ist auch für 4A, der wird glänzen, der wird unbehandelt bleiben. Unten spielt es keine Rolle, aber oben und die Seiten, das ist doch schon so ein Ding, da bin ich nicht ganz zufrieden mit. Da ist noch so ein Punkt drin. Ja? Gut, und die vier Kanten, die ich dann habe, wenn man das dann zusammenschweißt, damit sie nicht so spitz bleiben, und damit die Kanten geschützt sind, weil es geht um Aluminium, ne? Auch wenn es jetzt stark genug ist. Möglicherweise, müssen wir gucken, wie es denn fertig aussieht, das würde sich denn ergeben, muss man erstmal machen, würde ich denn vielleicht noch ein paar Ecken drüber setzen aus Edelstahl. Ja, so ein paar Kantenschutzprofile, kleine dünne Dinger, die kann man anschrauben, wie auch immer. Ne? So viel dazu. Und dann hätten wir, jetzt kommen wir zu dem Punkt der Aufnahme für die Deichsel. Da würde ich unten an den Hänger, jetzt auf der anderen Seite oben, ja, also vorne, zwei Rohre ansetzen. Und die zur Deichsel werden wir gleich kommen, das wird dann einer der nächsten Punkte sein. Die wird aus Aluminium schon mal vorab werden, wegen dem Gewicht, da brauchen wir auch keinen Stahl, das wäre unnütz. Diese Rohre würde ich möglicherweise auch, da muss ich gucken. Wenn ich sie an den Rahmen, wenn ich sowas mit dem Rahmen verbinde, dann würde ja auch wieder anschweißen mit Edelstahl am besten gehen. Ja? Aber wenn ich sie jetzt mit der Ladefläche verbinde, dann würde Aluminium wieder besser gehen. Aber zumindest sollten hier, muss eine Verbindung vorhanden sein, unten, das bezüglich dieser Aufnahmen der Deichsel. Das schon mal als, gehört ja zur Ladefläche mit dazu. Deswegen sage ich das hier an diesem Punkt. Dann werde ich beabsichtigen, was ich sagte, zum Transport des Hängers. Diese Räder, wenn ich sie abbaue, auch in der Ladefläche transportieren. Und zwar so, dass ich hier, das macht sich dann ganz gut, hier die Mutter abdrehe, Achse durchstecke und dazu bedarf es eines Loches in der Ladefläche und das dann kontere festschraube von Hand, so dass die Räder fest mit der Ladefläche verbunden sein. Dass ich keine losen Teile habe, die ich irgendwie mit einem Gurt zusammenziehen muss oder so, auch wenn es oben auf dem Auto ist. Die Deichsel, die müsste man dann oben drauflegen, das wäre das einzige Teil, was man dann rauszieht, da kommen wir dann gleich zu. Aber die Räder zumindest sollen dann fest verbunden sein mit Löchern und da müssen wir mal gucken, wie viele Löcher wir sonst noch in dieser Ladefläche brauchen. Einmal zum Ablauf von Wasser, das wäre jetzt eins noch, aber noch viel wichtiger zur Montage von anderen Dingen vielleicht auf oder mit der Ladefläche. Das ergibt sich dann aber erst, denke ich, beim Bau des Hängers. Das kann man, mir fällt noch, wenn euch was schon einfällt, dann immer rein in die Kommentare, wofür bräuchte man möglicherweise noch Löcher in der Ladefläche, die wir jetzt nicht erwähnen werden. Dann habe ich hier noch aufgeschrieben, Montagebohrungen an den Seiten für die Rohrschellen, für Bootshalterungen. Das heißt, das Boot, ja, Kanus sind in der Regel bis 1 Meter breit, das ist schon dolle breit. Aber 90er bin ich durchaus gefahren, auch wenn ich beabsichtige, in Zukunft eigentlich eher noch nur noch 75 oder 80er zu nehmen. Es ist ja dennoch breiter als die Ladefläche. Das heißt, zwischen den Rädern würde nicht passen. Also muss man das Boot ein bisschen erhöht setzen. Und dazu würde ich Stützen anbauen. Ja, also eine Stützhalterung, ganz einfach wie quasi so ein Bootstrailer. Das wird also in den Hänger mit so einem Polsterstück nach oben drauf. Und diese Dinger würde ich dann auch an die Laderaum, an diese 7 cm hochgekanten Dinger mit Bügelschellen, eine Rohrschelle dran schrauben. 2 Stück pro Stütze irgendwie, also pro Seite, sodass du 2, 4, 6, 8 hast und dann brummt das. Ja? 8er Schraube und das hält. Würde ich sagen, in jedem Fall das Boot aus. Und natürlich auch diese Bootserhöhung aufgrund dessen, wenn wir ein Boot transportieren, wissen wir, was ich sage, brauchen wir Ausrüstung. Ne? Die noch dazu kommt für, sagen wir mal, 1-2 Wochen Bootstour, müssen wir denn, muss es alles unten liegen. Das heißt, das schwere Gewicht kommt nach unten und das Boot dann oben drauf. Ich möchte nicht das Boot mit dem schweren Gewicht vollstopfen, dann haben wir hier, ihn hier wieder. Ja? Deswegen das Boot sowieso erhöht. So. Punkt. Dazu Montagebogen, Rohrschellen ging es um das Boot. Und der nächste Punkt für die Ladefläche, Montageaufnahmen für optional einsetzbare, habe ich geschrieben, senkrechte Stützen in den äußeren Ecken.
Und das ist dann auch Punkt Nummer 7 jetzt. Die stützen schon. Also einmal bekommt der Hänger, so wie der alte auch hat, das halte ich für zweckmäßig, brauchst du etwas, was schnell und einfach per Fuß ausklappbar ist. Na, das musst du einfach immer haben, sonst steht der Hänger schräg, fällt runter, alles kullert runter oder was auch immer. Du brauchst etwas, was du, während du den Hänger an der Deichsel anfasst, quasi mit dem Fuß irgendwo bedienen kannst, notfalls mit einer zweiten Hand, aber mit dem Fuß ist einfach viel besser. So mache ich es bei diesem auch. Das Prinzip behalten wir bei, das hat sich wirklich sehr bewährt, ein ausklappbarer Ständer. Mit zwei Füßen. Der Nachteil von dem ist, dass der so angebaut ist, dass er wirklich senkrecht nach unten steht. Und dadurch, haben wir das oft genug gesehen, jetzt letztens wieder an der Bahn, wo es ein bisschen gewackelt, klappt da von alleine ein und der Hänger kippt wieder um. Das heißt, der Ständer müsste natürlich schräg in einem gewissen Winkel ein bisschen nach vorne ausgeklappt werden. Ja, vorne, wie gesagt. Und da habe ich schon auch tatsächlich ein Modell gefunden, habe ich mir mal kundgetan, was da so mit das Gängigste ist. Ich halte momentan den Ursus 80 Jumbo. So heißt er wohl, ist eine italienische Firma, für ganz praktisch. Der trägt bis 100 Kilo laut Herstellerangaben und kriegst in zwei Maßen 2,75 und 300 mm lang. Ja, das muss man dann natürlich auch bedenken beim Bau, aber das wir schon hinkriegen bei der Montage. Wenn er noch bessere Modelle kennt oder andere, ja, die mindestens, dann immer rein hier in die Kommentare. Ja, das ist... ist so ein Standard, glaube ich, bei Fahrradbauern und Hängerbauern, nutzen auch von dieser Firma. Ja, kann also nicht so schlecht sein. Denn jetzt einen selber zu konstruieren, hatte ich auch kurz überlegt, ja, das ist gar nicht so, das ist nicht so schwierig eigentlich. Wenn ich schon das Edelstahlrohr habe irgendwo und dennoch einen Federmechanismus dran zu bringen und so weiter, ja, aber wisst ihr, da muss man einfach sagen, wenn ich so ein Ding fertig für 30, 40 Euro bekomme, warum soll ich mir den Aufwand machen, denn den zu bauen? Denn der wäre nicht günstiger, der würde nur schöner aussehen. Ja, aber das ist auch wieder ein Zeitfaktor und ein Kostenfaktor. Und das Ding wird ja sowieso schon, ja. Jo, und also das ist der feste, der eine vorne. Und dann habe ich jetzt noch die Entscheidung für, ich möchte noch feste Stützen haben. Das heißt, die man wirklich zum B- und Entladen benutzen kann, wo man weiß, das brummt, das steht. Da kann, egal was passiert, der Hänger ist quasi wie angepflastert, wie so eine Art Kran, ja, wie so ein Schwerlastkran. Der fährt ja auch seine hydraulischen Stützen aus und steht nicht nur auf den Rädern, wenn er das Haus irgendwie von oben begammelt. Sollte zumindest, hoffe ich. Ja, man sieht das immer ganz gern, dass in anderen Ländern das vergessen wird und dann kippen diese Dinger um. Und genauso passiert es dann auch mit dem Hänger. Ne? Und das ist natürlich auch zusätzlich als Sitzfläche. Kann man das denn auch nehmen? Habe ich es jetzt selbst noch nicht so oft gehabt. Aber manchmal kommt das tatsächlich vor, dass man sich mal hinsetzen möchte auf den Hänger. Wo ich Mutter mal transportiert habe, beispielsweise. Da sind wir an den Strand gefahren. Ja, das ist das höhere Gewicht, was man drin war, was ich hatte. Habe ich den Sand abgestellt und dann setze ich auf die Stütze. Das ist natürlich eingezogen. Das ist, bist du wahnsinnig da drauf? Ich hatte ja Angst, dass sie umkippt mit dem Hänger, weil die Stütze sich selbst einfährt. Ja, aber da haben wir zum Beispiel einen einzelnen Anwendungszweck gehabt, wenn man sich mal ein bisschen ausruhen möchte und man möchte nicht auf dem Boden sitzen. Dann setze ich auf den Hänger, bietet sich aber logischerweise an. Auch wenn ich zum Einkaufen fahre, wisst ihr, Zuschauer ist ja Nazi, ich sitze permanent vor der Kaffeele auf dem Bordstein. Ja, Leute denken schon mal, oh Gott, braucht der was Almosen oder so? Ja, da könnte ich mich auch auf den Hänger setzen. Aber das mache ich nicht, weil ich weiß, der kippt um. Aber hätte ich jetzt Stützen dran, würde das ja Sinn machen. Vor allem, wenn ich wieder im Regen auf dem Boden sitze. Muss ich mir nicht einen nassen Arsch holen. Ja. Also, solche Geschichten. Und da habe ich jetzt zwei Varianten. Einmal, ich mache zwei Stützen. Das heißt, nur hinten wären die, weil vorne haben wir ja den Fuß dran hängen. Oder aber ich mache vier Stützen. Das wäre dann die bombensichere Variante. Ja. Und hier habe ich dann, ja, nur mal kurz zur Erklärung, wäre jetzt die Idee, wären ausfahrbare Aluminiumrohre in den Hülsen mit halt jenen entsprechenden Arretierbohrungen und einem Klemmschraube oder halt ein Schnellspannsystem. Na? Also das heißt, du hast ein Rohr, was du fest am Hänger anbringst, das heißt an dieser äußeren Ladefläche. Die sitzen dann natürlich außen, damit sie das Volumina nicht wegnehmen. Die würden dann das Design ein bisschen kaputt machen. Naja, aber anders wüsste ich nicht wie. Ne? Seitlich eher außen, nicht hinten. Eher seitlich außen. Und hast dann ein Rohr, was du fest verbunden hast, und steckst ein zweites da rein und drehst in das äußere natürlich, wie gesagt, in das dickere Rohr, eine Bohrung, vielleicht auch mit einem Gewinde, das würde natürlich Sinn machen. Und dann hast du eine Knebelschraube. Ja, da gibt es ja verschiedene, irgendwie eine Kunststoffschraube oder so. Oder man kann auch Schnellspanner nehmen. Ja, wenn du keine Schraube hast, kannst du auch was zum Klemmen nehmen. Diese Mechanismen fallen mir jetzt mal so ad hoc ein, wo du denn das Rohr entweder über eine Schraube ist der Vorteil, du hast es fest im Gewinde, da kann nichts absacken. Aber du hast die feste
wenn du eine zweite Bohrung machst, das ist der Punkt, wenn du eine zweite Bohrung machst, dann hast du das fest arretiert. Wenn du die zweite Bohrung in dem dünneren Rohr weglässt, dann kannst du sie einfach auf die äußere Wand stützen, dass die Schraube, die du eindrehst, dann ist es wieder höhenvariabel, dann spielt es keine Rolle. So wie beim Schnellspanner, dann nimmt sich das nichts. Also die verschiedenen Varianten gibt es und da bin ich mir noch nicht sicher. Müsste man vielleicht erst den Hänger fertig haben? Ja, also so vom Grundgerüst, dass man sagt, baut 2 oder 4 Stützen an. Müssen wir mal gucken. Ansonsten, wer Erfahrung hat mit sowas, ja, schon mal gebaut, schon benutzt und so weiter, immer gern rein hier, würde mich interessieren. Wie gesagt, mit dem, Hintergrund, dass wirklich schwere Dinge drin liegen. Ja, wir reden davon, das ist jetzt kein Witz, den Anwendungsfall, auch den hatte ich damit deutlich überladen, wo die neuen Reifen hier schon in die Grätsche gegangen, wo ich mir dachte schon, oh, gleich knackt die Speiche durch. Ja, da waren, die habe ich hier zu liegen, 3 große Pappelstümpfe. So ein Durchmesser, na, wie lang sind sie? 2,50, muss ich draufbiegen. Ich weiß nicht, was sie zusammenbiegen, aber sind sicher ausreichend. Und damit so ein Ding sicher steht, ja, und das ist ja nur das Mindeste. Ja, jetzt gehen wir mal von einem vollbeladenen Expeditionstouren-Zuganhänger aus mit Boot drauf, mit Ausrüstung und pipapo. Wir hatten das. Ne? Die Stütze muss fest brummen, ne? Damit ich diesen Hänger in diesem Moment dann sicher abstellen kann. Punkt Nummer 8 ist die Deichsel. Hatte ich ja schon angesprochen. Ja, das System zumindest. Ich habe mich für eine Hochdeichsel entschieden. Und zwar aus dem Klaren, da können wir ein separates Video drüber machen, wir hatten das schon mal diskutiert, wo ich den Hänger mal damals vorgestellt hatte, zwar aus dem klaren Hintergrund des universellen Anwendungszweckes, weil eine Hochdeichsel du immer wunderbar gleich als Handwagen nimmst und genau dafür ist der Wagen ja da. Ne? Es ist nicht nur ein Fahrradanhänger, sondern das ist ein Hand- und Schiebewagen. Und deswegen geht nichts über die Hochdeichsel, Punkt Nummer 1 und Punkt Nummer 2, da ich aus der Fahrzeugecke komme. Ach, bevor ich das jetzt lang ausschwiere, kurze Fragestellung an alle Befürworter einer Tiefdeichsel. Habt ihr schon mal ein Fahrzeug gefahren, ein Auto, wo ein Trailer hinten dran bringt und wo der Trailer nicht in der Mitte des Fahrzeugs befestigt war, sondern außen, da wo eure Abschleppöse ist, da wo eure Leuchte ist, wo die rechte Nebelschlussleuchte, linke Nebelschlussleuchte ist und noch gravierender, würdet ihr den jemals an eine Achse schrauben? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die Fahrradanhänger sind nicht so schwer und du fährst auch nicht so schnell. Das ist richtig. Nichtsdestotrotz, diese Argumentation, die immer gern für genommen wird für eine Tiefdeichsel, dass du natürlich nicht den hohen Kipppunkt einer Hochdeichsel hast, wo man argumentiert, dass wenn du mit dem Hänger bremst, es dich quasi das Rad, dich selbst aus dem Sattel hebst, also das Rad hinten unsicher macht, weil das Gewicht drückt und das dann verschiebt. Ich habe Hänger über 100 Kilo gefahren. In diesen hier. Mit einer völlig krummen, schiefen, kaputten Hochdeichsel. Mit einer völlig vergnagelten Kupplung. Und das ist mir nie passiert. Und ihr wisst ja, wie ich damit gefahren bin. Also, das halte ich für deutlich übertrieben. Denn das kann passieren, sicherlich. Aber mir ist es nie passiert. Und von daher brauche ich mit dieser Nummer nicht zu argumentieren. Weil der neue Hänger besser wird, was das angeht. Und dann passiert es noch viel weniger. Punkt Nummer 1, was mir allerdings schon passiert ist mit anderen, das war damals bei einer Freundin gewesen, die hatte ihr Kind dran und wo ich mir gesagt habe, na lass mich doch mal dein Fahrrad fahren. Das war, mal abgesehen, das Fahrrad war eine Gurke, ist tatsächlich, habe ich gesagt, was ist denn das für ein bescheidenes, wenn du fährst, ist es kein großer Unterschied, aber du hast den Kurvenradius, die Wendigkeit, die ich damit einbüße und das gerade mit meinen 26 Zoll, wo ich so großen Wert drauf lege, dass der Hänger, dass das Fahrrad, das ganze Gespann möglichst wendig noch irgendwo bleibt, den Wenderadius, den ich bedenken muss, und noch viel größer. Beim Bremsen habe ich die ganze Zeit den Druck auf einer Seite gehabt, wo ich mir gesagt habe, nee, das ist kein Ding. Und dann kommt noch hinzu, dass ich natürlich jene Tiefdeichsel mit zum Beispiel solchen Weberkupplungen unten an die Radnabe anbaue. Aus fahrdynamischer Sicht eine Katastrophe, was das angeht. Aber ich sagte ja, im Fahrradbau, da werden Dinge gemacht, wo man sich am Automobilbau nie im Leben drauf kommen würde, wie eben gerade beschrieben mit dem Kfz-Trailer außen an der Felge. ist es einfach mal so, dass meine Fahrräder dafür nicht geeignet sind.
Das ist etwas für Fahrradrahmen, die, wo ich das verstehen kann, wo das geht. Ja, so Trekking, City-Fahrräder und so weiter, so vielleicht noch einen Rennrad. Aber einen Mountainbike mit einer entsprechenden Achse, mit einer entsprechenden Bremse, mit einer entsprechenden Schaltung und so weiter. Und meine Rahmen, die ich kenne und die ich auch in Zukunft fahren würde, da baue ich unten ganz gewiss solche Dinger nicht dran. Auf keinen Fall. Das möge bitte, möchte ja jeder selber machen, wie er lustig ist. Es regnet jetzt ein bisschen doller hier. Ja. Aber für mich steht es aus mehreren Gründen nicht zur Debatte. Das möchte ich einfach hier nochmal sagen. Es wäre schön, wenn man das dahingehend respektiert, dass ich mich für diesen Punkt entschieden habe und dabei festbleibe bei einer Hochdeichsel. Und wir werden jetzt auch sehen, aus welchen Gründen die noch viel geeigneter ist, für meine Anwendungszwecke zumindest. Das heißt ja nicht, dass ich jemand seine Tiefdeichsel schlecht drehen will. Bitte, ich habe hier niemanden angepinkelt von der Seite hoffentlich, sondern ich habe nur aus meiner Sicht für meine Anwendungszwecke meine Bedenken geäußert, die ich so auch schon hatte und kenne, die Vor- und Nachteile der beiden Systeme. So, und es wird ein austauschbares Wechselsystem der Deichseln geben. Und dann kommen wir jetzt noch viel mehr an diesen Punkt, Hoch- versus Tiefdeichsel. Erstmal habe ich ja schon gesagt, ein Aluminiumrohr ist ausreichend. Das sollte natürlich entsprechend dick sein irgendwo, dass es auch die Kraft übertragen kann, aber dass wir mit dem Gewicht dennoch irgendwo runterbleiben. Und dann beabsichtige ich 3 Deichselarten. Punkt Nummer 1, jetzt wohl die gängigste, das ist, nennen wir sie mal so wie diese jetzt hier auch da steht, die kurze Fahrraddeichsel. Die kommt unten aus dem Hänger raus, was ich jetzt gesagt habe, wir stellen uns vor, das ist vorne hier, na? Kommt dann unten raus aus 2 Rohren, die gehen nach oben zu einem zusammen, so in etwa. Dort ist dann die Kupplung mit dem Kugelkopf befestigt und auch ein Handknauf. Also quasi das schon wie dieses System, aber nur 2. Das ist die Problematik bei ihm, wo er ihn hier gemacht und ihn. Ja, das heißt, die Torsion wird, das ist ungünstig. Eine Hochdeichsel, die nur mit einem Rohr gebogen ist, das ist eine schlechte Konstruktion. Deswegen 2 Rohre ist deutlich stabiler. Und Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, das heißt die zweite Deichsel, ist die für den Bootstransport. Die muss natürlich logischerweise entsprechend lang sein. Ne? Boote sind locker 5 Meter lang. Das heißt, damit ich es trotzdem noch hinter dem Fahrrad oder sei es drum, auch wenn ich es einfach nur schiebe. Ja? Mit dem Hänger. Ein Bootsanhänger würdest du jetzt natürlich nur schieben auf dem, würdest du nur das Boot anfassen brauchen und du bräuchtest keinen Griff, das ist ja logisch. Aber wie gesagt, für meine Anwendungszwecke brauchen wir einen Griff. Ne? Das heißt, eine lange Deichsel, die ich sowohl schieben als auch an dem Fahrrad befestigen kann für das Boot. Wow! Wir haben 2 kleine Mäuse. Die kabeln sich gerade. Gut, Entschuldigung. Das heißt, 2 auch unten Rundrohre kommen auch unten raus, so wie ich es gerade gesagt hatte. Aber die gehen dann nicht zu einem zusammen mit Knauf, sondern die stoßen aufeinander. Ne? Das heißt, ist quasi so eine Rundung. Ein Griff wird das. 2 Rohre zusammengebogen und da beabsichtige ich, das ist meine Idee jetzt, und da würde ich dann oben den Kugelkopf anschrauben, weil wenn ich den Wagen nur so benutze als Boot zum Schiebenhänger, dann brauche ich diesen Kugelkopf nicht. Dann könnte man ihn weglassen oder würde vielleicht auch stören, da müsste man mal gucken. Dass ich dann nur diesen Griff vernünftig habe, um das Boot zu transportieren. Ja, kann man sich ganz gut vorstellen. Also die Rundung müsste dann gerade noch so sein, dass ich mit beiden Händen reinfassen kann, bevor es dann sich so abwinkelt. Ja? Und wenn ich dann ein Fahrrad baue, dann natürlich den Kugelkopf, hast du nicht gesehen. Auch irgendwie logisch. Ja? So, das ist die Bootsnummer. Und jetzt die dritte Deichsel. Die ist wieder komplett anders, aber sie haben alle eins gemeinsam. Es kommen immer 2 Rohre unten raus. Und diese beiden Rohre, die bei der dritten Deichsel unten rauskommen, die sind separat. Die bleiben auch einzeln. Und zwar werden diese hochgebogen, dass ich sie wie eine Rikscha halten kann. Ich nenne sie die Rikscha-Deichsel. Ja, die hätte ich dann beabsichtigt, wenn ich denn zu Fuß laufe. Ob ich die jetzt schiebe oder ziehe. Das ergibt denn der Anwendungszweck. Schubkarre oder Zugkarre kann man jetzt natürlich über Physik reden, aber das muss man gucken, wie es das Gelände hergibt. Das ist also für, man könnte auch sagen, jetzt für die, gibt ja diese Wanderanhänger, ne? Kennt er ja bestimmt, wo ich sage, ist für meine Anwendungszwecke eigentlich nicht geeignet, deswegen habe ich mir sowas nie zugelegt, weil wir Wildnis machen. Wir machen keine Wege, auf wo ich solch einen Anhänger ziehen kann. In den meisten Fällen müsste ich ihn tragen und das ist eine Katastrophe.
Aber wenn wir schon so einen Anhänger haben und es bietet sich die Möglichkeit, den mal so auch zu benutzen zu können, dann wäre es einfach clever, ne? Wenn wir so eine Strecke mal haben, die ich mit so einer Rikscha-Deichsel überbrücken kann. Und die würde ich dann so machen, die beiden Rohrenden werden dann umwickelt mit einem entsprechenden Tape, ja, so wie ein Rennradlenker quasi, und wird auch ein paar Schlaufen anbringen. Die Schlaufen könnte ich schrauben, da könnte ich einen Lederriemen nehmen, ja, ganz gut machen oder so, die kann ich auch gut schrauben. Und dass ich die fürs Handgelenk habe. Und dann könnte man jetzt noch darüber sich unterhalten, ob ich jetzt auch noch das Tragegeschirr von der Pulka nehme. Ja, also für alle, die jetzt winterwandern, wissen Bescheid, den Schlitten, den du hinter dir herziehst, könnte ich quasi diese beiden auch noch mit verbinden, so dass ich die ganze Last auch über den Oberkörper vernünftig übertragen wird und nicht einfach nur meine Hände kaputt mache, ja, und hier in Schultern lange Arme kriege und so weiter. Bei dem schweren Hänger vor allen Dingen dran bedenken. Ja. Das würde jetzt nur fürs Ziehen gehen. Das ist eine Idee fürs Ziehen. Wenn ich den Hänger aber eher schiebe, weil es leichter ist, dann braucht man das mit dem Gestell natürlich nicht. Ja. Aber das ist so eine Idee, eine Rikscha-Deichsel. Wobei ich muss sagen, diese Rikscha-Deichsel ist jetzt das, was am weitesten entfernt ist. Die wir nicht gleich brauchen. Genauso wie auch die Bootsdeichsel. Die wird auch nicht gleich benötigt. Wir konzentrieren uns erstmal auf die erste Deichsel, das heißt die universelle. Ja, die mit den 2:1, dem T-Griff, Knebel drauf und so weiter. Ja, das ist so meine Idee, aber da seht ihr schon, ist ein bisschen universeller, wie ich es gestalten möchte. Und wenn ihr da hier noch Ideen habt zu dieser Deichsel-Variante, immer rein. Ich sehe den Punkt Deichsel als den zweiten Projektknackpunkt. Und damit sind es eigentlich auch nur zwei. Einmal das Blech entsprechend zu kanten, zu biegen, zu schweißen, da brauche ich, und eventuell zu bearbeiten im Sinne, muss es lackiert oder pulverfärben oder nicht, da brauche ich also eine externe Hilfe, das kann ich nicht alles alleine machen. Und Punkt Nummer 2, die Deichsel, die kann ich auch nicht alleine biegen. Rohre biegen, das habe ich schon mehrfach versucht, dazu brauchst du vernünftig Rohrbiegemaschinen, ja, also hydraulische, wer das macht beruflich, der weiß Bescheid. Ich habe mir damals mal improvisiert versucht zu helfen, indem die Mäuse rennen ja wieder lang. Improvisiert zu helfen. Ich habe die Rohre, es war damals mal, wo ich meine ersten Leitern gebaut habe, die ich auch noch etwas rund gewinkelt habe, und das wollte ich nicht in einem Fachbetrieb, das wäre Wahnsinn gewesen, das waren nur Versuchsobjekte. Da habe ich die Edelstahlrohre mit Sand gefüllt, richtig fest, massiv gestopft, richtig viel Sand reingestopft und die Knalle heiß gemacht mit dem Brenner. Ja, also das Heißeste, was ich kriegen konnte. Und dann habe ich sie versucht zu biegen über andere längere Verrohre, die ich draufgesteckt habe, auf einem Gestell wieder. Oh, hört mir auf. Also das war den Sand deswegen, weil ich keinen Knick reinbiegen wollte. Ja, aber genau das ist passiert. Du kriegst es nicht schön gebogen. Ich habe immer einen leichten Knick reingebogen. Das ist, wisst ihr ja. Wenn du keine vernünftige Rohrbiegemaschine hast, so wie quasi, wenn ich Bremsleitungen bürdele, das heißt biege, dann habe ich ja auch eine Bremsleitungszange, wo du über einen vernünftigen Radius das entsprechend biegst. So, und das sehe ich so, das kann ich nicht machen. Schon gar nicht die Aluminiumrohre. Da sehe ich nur Knicke kommen, dann haben wir nur ein Rechteckrohr nachher. Ja. Das müsste also jemand anders machen. Ja, und da wüsste ich jetzt, da müsste ich zu irgendeinem Metallbauer, und da fällt mir nicht, also das ist hier das Problem. Das ist hier das Problem, die totgemachte Wirtschaft von der Politik durch die Handwerksbetriebe, die ausgestorben sind, beziehungsweise insolvent gegangen sind durch die Corona-Geschichte. Und immer noch weiter sterben hier, wo ich schon gar keinen mehr kenne. Großartig. Wir haben hier noch 2 Metallbauer, die machen eher so Fenster und einfache Bleche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Rohre biegen. Also da müsste ich mal, hier Punkt Nummer, ja, wer so etwas macht, beruflich kennt oder weiß, ja, Rohre biegen und so weiter, der könnte uns jedenfalls bei diesem Projekthänger helfen. Das wäre ein Ding. Und das könnte ich natürlich erst sehen, wie die Radien und so weiter sein müssten, wenn der Hänger fertig ist. Wenn ich den Hänger auf entsprechender Höhe habe und die Länge und Fahrrad und Deichsel und so weiter, dann wüsste ich natürlich erst, wie die Radien am besten sein sollten, dass es auch ergonomisch am besten passt. Ja? Jo. Das sind Punkt Nummer Deichsel. Und was sich jetzt natürlich noch logisch wieder anschließt, die Kupplung. Ne? Auch hier werden wir wieder ganz alternative Wege gehen, weil, wenn ihr schon gesehen habt, ich mache keine Tiefdeichsel, was quasi irgendwie alle machen, sondern ich mache eine Oldschool-Hochdeichsel, dann brauchen wir auch einen Oldschool-Kugelkopf. Ne? Der Kugelkopf ist ja an der Deichsel dran, das heißt das Runde, die Kugel, und da wäre es natürlich clever, die so groß wie nur möglich zu machen. Ja? Desto sicherer ist sie, desto fester lässt sie sich klemmen. Und die Kugelpfanne, die wäre dann quasi am Fahrrad.
an der Sattelstütze dran, an dem Zugfahrzeug. Und das würde ich am liebsten nicht so machen, wie ich es jetzt bei meinem Fahrrad habe. Das ist ja nur eine Impro-Lösung gewesen, sondern da wäre es mir am liebsten, das mit einem Schnellspannmechanismus zu machen. Das heißt, irgendeine Schelle, die ich mit einem Schnellspanner öffnen kann, irgendein Knebel, Knauf oder Schraube, was auch immer, und da halt jene Kugelpfanne dran sitzt. Das wird ein Eigenbau werden. Das wird darauf hinauslaufen, denn da, ich kenne zumindest nichts. Wenn jemand was kennt, immer rein. Hier, es wäre natürlich aber auch abhängig von den Durchmessern der Rohre am Fahrrad. Momentan habe ich eine 34,9er Sattelstütze, also die richtig fetten noch. Beim nächsten Tourenfahrrad wird es wahrscheinlich, ich vermute mal, ganz stark auf eine 31,6er hinauslaufen, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Dann wird es ein bisschen dünner und da sehen wir dann schon, da braucht man eine Varianz in der im Klemmdurchmesser irgendwo. Und dann muss man gucken, auch wie der Rahmen aussieht, ob es denn wirklich die Sattelstütze sein soll oder ob der Rahmen irgendeine Möglichkeit kurz darüber noch hergibt. Ich kann natürlich nicht das Sitzrohr einklemmen, weil da kann ich die Sattelstütze nicht mehr bewegen, das ist auch klar. Na, muss man mal gucken. Na, das ist immer, mit Sattelstütze hatte man den Nachteil, die schnelle Klemmung brauche ich deswegen, weil ich das Sattelrohr mal, die Sattelstütze auch mal versenken müsste, eventuell, je nach Gelände anpassen. Ja. Und so weiter. Also seht ihr schon, eine Schnellspannvorrichtung wäre mir zumindest ganz lieb. Und jetzt fallen mir drei Systeme an den Kupplungen, sind mir eingefallen, die ich kenne. Punkt Nummer eins, natürlich gleich das erste, was auf der Hand liegt, die alte DDR-Kupplung hier. Das heißt, die von den MIFA. Ich glaube, sie war direkt von MIFA gewesen. Ja, also das, wo eigentlich auch, so wie dieser Hänger hier eigentlich auch funktioniert mit dem Kugelkopf, aber das ist ja ein westdeutsches Produkt und der hat, glaube ich auch, das ist, ja, das ist, also ich weiß nicht, ob das die Schweißung, das könnte auch selbst irgendwo hergestellt worden sein oder es ist, naja, wie auch immer. Ich möchte das nicht schlecht drehen, aber es sind ja verschiedene Komponenten dran. Die Felgen zum Beispiel sind italienisch. Ist mir das DDR-Ding mit dem Schnappverschluss. Ja, das heißt, du hast den Kugelkopf, du hast die Kugelpfanne und die Kugelpfanne ist versteckt hinter einem Zylinder, der mit einer Feder bewegt werden kann, sodass das eine Selbstsicherung ist. Die Feder sichert, schiebt jedes Mal automatisch immer die Kugelpfanne fest drüber, also schiebt den Zylinder über die Kugelpfanne. Somit kann sich diese Kupplung nicht auskuppeln. Das war eine urstgeile Nummer. Es war eine schöne Sache und wie gesagt, das war nicht nur an Fahrrädern dran, sondern das war natürlich auch an Mofas dran. Schwalbe, Simi, Star und so weiter. Das war also im öffentlichen Straßenverkehr und da müssen wir auch mal zugeben, wir haben die Dinger zu DDR-Zeiten schon randlos überladen. Ich glaube, da waren auch nur 40 oder 50 Kilo erlaubt auf den Hänger und da macht man sich nichts vor, dass da alles reingepackt was ging. Und diese Kupplung hat das gehalten und sie ist mir nie abgekuppelt. Ich habe das damals so an meinem 28er, damals Damenfahrrad, was ich damals von den Russen noch bekommen hatte. Das habe ich da noch diese Kupplung angeschraubt, weil sie so geil war. Die war aber nicht an der Sattelstütze, sondern die war hinten an den Streben, zwischen den Streben des Rahmens festgeschraubt. Das heißt, sie hat sich auch selbst abgestützt. Sie konnte nicht abklappen, so wie sie es jetzt bei mir an der Sattelstütze tut. Da müsste man dann auch was entwickeln. Jo, also diese Kupplung fällt mir in dem Fall ein, die DDR-Kupplung. Als auch habe ich mir mal gesehen an einem Lastenhänger und habe mir mal geguckt, was das sein könnte. Ich bin auf die Firma Harry gekommen. Harry hat wohl aus der Schweiz, haben die eine Art, das ist auch wieder eine Kugelpfanne, die ist aber geklemmt mit einer Schraube. Das ist also quasi eine Kugelpfanne oben und unten. Aus Aluminium offensichtlich und mit einem Bolzen durch und oben eine Drehschraube. Das heißt, du drehst jedes Mal die beiden Pfannen zusammen auf den Kugelkopf. Da der Kugelkopf Stahl ist und die Pfannen Aluminium, dürfte es da keine großen Probleme geben, was die Reibung angeht. Will ich damit sagen, sonst drehst du sie ja möglicherweise zu fest und dann kann sie sich immer bewegen. Ja. Ich denke, das wird noch funktionieren. Wie das jetzt mit dem Verschleiß und der Haltbarkeit aussieht, kenne ich nicht. Kann ich nicht sehen. Aber das System, weil ich weiß, dass es für schwerere Anhänger benutzt wird, das müsste gängig sein. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Das wäre Punkt Nummer 2, diese Harry-Kupplung. Und Punkt Nummer 3 habe ich noch eine ganz alte gefunden, ebenfalls aus der Schweiz, und zwar eine Inka-Kupplung. Die sieht sehr extravagant aus. Das ist so eine Art Clown, Greifzahn, wie so eine Art Schnabel sieht das aus. Wo du aber auch was rein, die dürfte deutlich größer sein, aber auch aus Aluminium.
Da muss dann wahrscheinlich ein Federmechanismus hinterstecken, dass du die reinklebst. So, ne? So, das sind die drei, die mir eingefallen sind. Und dann kenne ich jetzt natürlich noch, das wäre jetzt ziemlich extravagant, aus dem LKW- bzw. Bundeswehr-Militärbereich Ringfederkupplung oder Landwirtschaft. Ja, auch der Klassiker. Das ist jetzt natürlich völlig verrückt, wo man sagt, was? Du bist hier natürlich, du hast einen Ring, du hast keinen Kugel, sondern an dem Hänger ist kein Kugelkopf, sondern ein Ring. Und die am Fahrrad wäre dann quasi eine Führung, wo du den Ring reinsteckst, wo ein Bolzen durchgeht. Da ist ja Bolzen genau passig, dass es nicht wackelt. Ja, sonst hättest du die ganze Zeit so eine Klapperei, wie ich jetzt an dieser Kupplung habe. Das ist auch so ein Ding, die Kupplung darf nicht klappern. Egal welche Kupplung wir haben, sie darf nicht klappern. Sie muss wirklich fest sein. Und das ist der Anspruch an diese Kupplung, mal abgesehen davon, dass sie den Hänger halten soll, muss sie auch. Und das ist ja der Vorteil, sollte in alle Richtungen bewegt sein. Also das heißt nach oben, nach unten, zur Seite, sie sollte alle Bewegungen mitmachen, so dass ich auch in der Fahrdynamik nicht eingeschränkt werde und der Hänger alle möglichen Unebenheiten im Boden quasi dadurch mitnimmt, ohne dass es zu großen Komplikationen seitlich und so weiter. Ja. Eine geländetaugliche Kupplung, die eine hohe Zugkraft mitmacht, zumindest so weit, wie es der Fahrradrahmen überhaupt nur erlaubt. So viel zum Thema Punkt Nummer 9 der Kupplung. Und damit wäre jetzt eigentlich der Hänger quasi von der Konstruktion fertig ausgerüstet. Und dann habe ich Punkt Nummer 10 genannt, die Beleuchtung. Hier würde ich, auch wenn ich anfangs gesagt habe, die Straßenverkehrszulassungsordnung, die ist mir so ein bisschen peng, ja, würde ich aber dennoch auf Sicherheit gehen. Das ist mir schon wichtig, aber meine eigene Sicherheit. Nicht, was in irgendeinem Gesetz steht, sondern was ich für sinnvoll erachte. Das deckt sich übrigens allerdings so ein bisschen mit dem Gesetz zumindest. Denn es geht hier um reflektierende Strahler, die rings um den Hänger angebracht werden. Und da kann man jetzt noch wählen, ob man sie versenkt einbaut, das heißt in die hohe Lade, die 7 cm Ladebordwand, die Außenwände bedenken, da könnte ich jetzt ein Loch einschneiden, fräsen und würde dann von innen quasi den Reflektor einsetzen und dann wäre der Reflektor an sich schon geschützt, ja, weil er außen nicht dran klebt, aber er ist nach innen nicht geschützt, weil den aber hier, dann müsste ich wieder irgendetwas bauen, wo ich die Ladefläche einschränke, das heißt ein Käfig nach hinten, damit er nicht von dem Transportgut kaputt geknallt wird. Ob das so effektiv ist? Die andere Nummer wäre, den außen anzubringen und dann müsste ich außen etwas anbringen, damit er nicht kaputt geht. Und ist das sieht auch unschön aus und führt zu Verschmutzung, mache ich ein Gitter drauf, wie beim Geländewagen. Ja? Wenn ich irgendein Rücklicht vergittere, damit ich es mir im Gelände nicht kaputt buffe, dann kann ich, ja, ist nicht nach Straßenverkehrszulassung, sondern interessiert jetzt, wie gesagt, in diesem Bereich nicht, dann muss ich es abnehmen, um das Licht zu säubern. Und in dem Fall diesen Reflektor, das macht auch keinen Sinn, weil er nicht richtig rankommt. Es muss mit einer Zahnbürste putzen. Das ist auch nervig. Und ansonsten würde mir nur einfallen, aufkleben. Das ist jetzt die fast, könnte man sagen, stümperhafteste, aber wenn du vernünftig den Kleber hast, den könntet ihr halten. Hätte auch wieder den Nachteil, dass du den Reflektor kaputt rammeln kannst und dann müsstest du einen neuen ankleben. Das wäre vielleicht noch die beste Variante, weil du die Ladebadwand nicht, du hast keinen Konstruktionsaufwand, sondern du klebst noch was dran und wenn das abfällt, hier zum Beispiel sind regelmäßig, deswegen keine Reflektoren mehr an den Speichen dran, alle weg, abgefallen. Hier hinten links abgebrochen, der hier, ja, hier wollte den noch haben, da, das sind die restlichen Stücke von dem, was da bleibt, den brechen wir nicht ab, der hält noch, vorne ist auch schon ein Auge abgefallen und die sind geschraubt gewesen. Ja, ist ganz einfach, buff, buff, passiert halt, ja, was willst du machen? Sowas sollte man bedenken. Und was ich an Reflektoren anbringen würde, wie jetzt hier klassischerweise, hinten zweimal rot ergibt sich, vorne zweimal weiß und an den Seiten würde ich 2 bis 4 gelbe nehmen. Das heißt so in etwa. Ja, das war so wie so ein schöner Kfz-Trailer, wie so ein schönes Ami-Mobil, einmal ringsrum den Taserstreifen haben, dass es sicher ist, ja, dass ich wirklich der Hänger nicht übersehen wird. Das ist mir schon irgendwo wichtig. Ja, reflektiert jetzt in der Wildnis ist unschön, könnte man sagen, aber viel nerviger wäre da eine glänzende Aluminiumwanne, weil das reflektiert in dem Sinne eigentlich nur, wenn die Sonne voll drauf knallt und bei tagsüber stört das eher weniger. Und nachtsüber muss man einfach mal sehen, wer strahlt mich nachts im Dunkeln in der Wildnis an, mit einer Taschenlampe von woanders. So, und das optionale Licht, was nicht permanent dran ist, wäre dann das Rücklicht. Links einseitig, wenn er, ich glaube, wenn er
breiter gehst als einen Meter, müsstest du sogar zwei haben. Ich bin mir gar nicht sicher, wie das war. Ja, aber zumindest brauchst du denn vorne weiße. Und ich sagte ja, eins reicht rot. Und hier, wie gesagt, würde ich aufgrund der Robustheit, Anfälligkeit und so weiter draußen und weil wir das ja im Straßenverkehr, im Dunkelheit nur am wenigsten benutzen, das, wie gesagt, in jedem Fall demontierbar machen. Und das heißt hier ein Akkulicht. Ja, ich sagte ja, keine Kabelanhänger, keine Dynamos oder ähnliches, sondern das wird halt ein Akkulicht. Auch wenn mir die Sache nicht so ganz gefällt, ich muss es ja beim Fahrrad, mache ich es ja genauso. Ja, das bleiben mir die einfachen Sachen. Und was wir denn da für eine Lampe nehmen? Da müsste man gucken. Ja. Möglicherweise könnte ich ja dann auch mein Lupine Rotlicht, was ich am Fahrrad benutze, an den Hänger direkt dran setzen. Denn das Hängerlicht brauchst du, glaube ich, nur, jetzt muss ich mir ganz stark überlegen, ich glaube, es war so, wenn das Fahrradlicht über einen gewissen Prozentteil überdeckt wird von dem Hänger, dann brauchst du ein Hängerlicht. So war es, glaube ich, so in etwa. Er könnte mich gern korrigieren, sonst müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber ich würde es alleine schon aufgrund der Sicherheit machen, weil es einfach sicherer ist, das Licht am Hänger zu haben. Und das sagte ich ja, wenn ich das Licht am Hänger habe, dann brauche ich das ja nicht mehr am Fahrrad. So sehe ich das zumindest, ja. Wozu denn? Aber jetzt könnte man wahrscheinlich auch hier wieder, ja, klugscheißern. Aber es ist zumindest ist das Licht hell genug, dass es alles ausleuchtet. Ja, müsste man mal gucken. Ich wollte jetzt nur versuchen, wie ich die Lampe sparen kann. Wenn ich schon eine habe, dann müsste man nur eine Halterung bauen für die. Ja, in jedem Fall, das will ich damit sagen, kommt eine Lampe, ein rotes Rücklicht mit Akkubetrieb hinten an den Hänger dran, was man denn optional benutzt. Ja. Jo, das wäre dann die Beleuchtung. Und der letzte Punkt, den ich hier habe, das ist Punkt Nummer 11. Das Zubehör, habe ich das mal genannt. Was verträgt der Hänger, was jetzt über diesen Aufbau drüber hinausgeht, was sie alles sonst noch dran kommen könnte, wäre, wo ich gerade gesagt hatte, Punkt Nummer 1, die Sicherheit. Signalfahne. Die ist mir schon ganz sicher wichtig. Hinten links das lange Ding. Bunte dran haben, müssen wir also eine Halterung an dem Hänger noch vorsehen für jetzt für mich alleine, ja, ist das, aber für Eli, das ist eigentlich das Wichtigste. Eli im Hänger und es gibt Autofahrer, die sehen den Hund, die sehen, dass da ein Hund im Hänger ist und die haben keine Skrupel, 50 cm an dir vorbeizurauschen mit 70, 80, 120 km/h. Ja, und die würde die Fahne auch nicht abhalten davon. Ja, aber es könnte möglicherweise jemand aus weiterer Entfernung schon mal noch eher signalisieren, in dem Moment, wo er gerade vielleicht nicht auf dem Smartphone rumspielt oder sein MMI im Auto bedient. Ja, hier ein Gruß an alle Tesla-Fahrer und Co. Weiß in der Geier, wo man abgelenkt sein könnte, hilft diese Fahne möglicherweise. Ja, zumindest kann dann keiner mehr sagen, du hast uns übersehen. Das ist schon, also uns so zu übersehen, das heißt mich mit Ila im Hänger, dazu muss man schon, ich weiß nicht, dazu muss man schon völlig traumatisiert sein. Ne? Wir tun alles, damit wir entsprechend auffallen, nicht überfahren werden. Das ist der Punkt. Ja? So, also die Signalfahne. Dann sagte ich ja zwei Schutzbleche. Und hier nicht nur ein Schutzblech, was ich selbst, sondern das braucht dann eine entsprechende Stabilisierungsstrebe, nenne ich es sie mal auch dran, irgendwo in dem Rahmen. Das würde ich mir dann konstruieren, wenn ich quasi den Hänger fertig habe, wo ich sehe, wie können wir das Schutzblech am besten dranbringen. Und wie gesagt, es ist nicht für die Tour, deswegen abnehmbar, maximal auch nur für zu Hause, da wo es jetzt hier wirklich notwendig ist. Dann zum Einlegen macht sich natürlich eine dicke Gummimatte. Nicht nur für Eli, denn da könnte ich manchmal auch noch eine feste Matte, so eine Trittschalldämmung einlegen. Hatte ich auch schon überlegt. Dann hat er auch gleich noch so eine Art, naja, Dämmung gegen Temperatur jetzt, wisst ihr? Isolierung. Sondern denn es wird ja auch bei Kälte benutzt, logischerweise, und bei Hitze und so weiter. Und das sollte sich natürlich nicht, wenn es eine Metalloberfläche ist, auf den Hund übertragen. Ne? Aber es ist auch für das Ladegut manchmal nicht verkehrt. Auch wenn wir jetzt die erstmal, so wie ich sie gedacht habe, das Alu-Rüffelblech haben. Aber ich sage, hier können wir möglicherweise noch eine Alternative finden. Ja? Also zumindest eine Gummimatte. Und dann beabsichtige ich für den Hänger, das macht sich für mich zum Einkaufen am besten, Zages-Boxen zum Abschließen. Ja, ich nenne jetzt mal dieses Unternehmen, die Firma Zages, weil es eigentlich so mit das bekannteste und namensgebend war. Ich habe die Dinger allerdings noch aus dem Bundeswehrbereich, habe die olivgrünen, noch die richtig großen in verschiedenen, auch damals fürs Fahrzeug, die da also reinpassen. Und da müsste ich dann überlegen, ob ich sie, wenn ich sie zum Einkaufe, ob sie mit dem Hänger verbinden, das heißt auch wieder zusätzliche Löcher unten in die Ladefläche haben, denn das, was ich anspreche, mal gucken, was brauchen wir für Löcher, damit die Boxen keiner klaut.
Ja, das ist also fest verschraube und die Box dann abschließbar mit dem Schloss, dann kommst du auch nicht an die Schraube ran. Nur mal sicher. Ja? Also die Boxen so hauptsächlich zum ja, für verschiedene Transporte, aber nicht immer. Halt, also rausnehmbar. Das ist also ein Zubehör. Dann würde ich die Bootshalterung, die ich angesprochen hatte. Das heißt, diese zwei Streben, so eine Art Brücke quasi, wo ich das, die ich reinschraube fürs Boot und so weiter. Das dürfte auch keinen. Ne? Die machen wir aus Aluminiumrohr wieder. Wäre auch wieder so eine Biegesache, wie die Deichsel auch. Ne? Und dann natürlich nicht ganz unwichtig, das schaue ich hauptsächlich für Eli wieder, plane Spriegel, sage ich mal. Das heißt also ringsherum eine Bordwand aus Aluminiumrohr, würde ich die wieder machen. Die würden dann wieder genauso befestigt werden wie halt die Bootshalterung, auch auf die gleiche Art und Weise. Und optional nicht nur eine, wie so ein Gatter, ja? Könnte man sich das jetzt vorstellen. Zwei Streben würde ich machen. Ja? Und das müsste man denn einsetzen, wenn wir grundsätzlich Ila im Straßenverkehr transportieren, dass keiner wegen Ladungssicherung kommt. Denn Ila hätte kein Problem damit, auch auf der offenen Ladefläche zu stehen. Na, also wir machen das jetzt, stellen uns den Hänger jetzt vor, wir sägen das jetzt hier ab. So, und da wurde einer so, wow, da fällt doch Ila raus. Ja, da kann er rausfallen, wenn ich eine massive Vollbremse mache, dann fällt er runter. Das ist klar. Aus diesem Grund Ladungssicherung. Aber würde ich jetzt so mit dem Hund durch die Gegend fahren, springt Ila nicht vom Hänger runter. Egal, ob ich eine platte, eine gerade Fläche habe oder ob ich den komplett einbalsamiere mit irgendetwas. So diese geschlossenen Hundeanhänger, da graut es mir. Also wenn ich sowas, aber gut, das muss ja jeder selber wissen. Also in diesem Fall Ladungssicherung, Punkt Nummer 1. Und ich sagte, plane noch für Dach auch optional. Also einmal ringsrum, denn es kann ja durchaus mal kälter werden, wo es zieht und regnet. Da muss Eli nicht nass werden. Und vielleicht haben wir auch mal Transportgut, was nicht nass werden darf. Wüsste ich jetzt nicht, ja. Zum Einkaufen, wie gesagt, die Tagesbox. Ansonsten würde ich einfach eine Plane nehmen, so zum Abdecken. Ja, ganz einfach, so wie man sie jetzt, wie ich sie auch hier ein paar Mal benutzt habe. Aber vielleicht gibt es den Anwendungszweck. Und dann würde ich oben dieses Gatter auch mit einem Kreuz versehen, so dass wir auch oben auf dem Dach eine Plane legen können. So dass wir also wie so ein Kfz-Trailer geschlossen mit Plane haben. Das wird nicht oft vorkommen, weil das natürlich windanfällig ohne Ende ist und das will man nicht haben. Und deswegen ich auch kein Fan von geschlossenen Hängern bin, schon gar nicht am Fahrrad, weil das, ja, wie gesagt, ich bewege mein Rad manuell mit Muskelkraft nachhaltig. Da reicht das Gewicht jetzt schon mehr als aus. Ja? Und befestigt die Plane, die könnte man dann einknüppern, so wie Planösen mit so einem Gummiband durchziehen. Wie du auch am Auto machst eigentlich, der Klassiker. Ja? Ja, das wäre das Zubehör, was mir sozusagen eingefallen ist, was wir an den Hänger denn noch dran basteln könnten oder teilweise auch müssten. Und dann wäre ich durch. Hat jetzt etwas gedauert, ja, aber ihr seht ja, man macht sich einen Kopf, Gedanken, die Punkte alle irgendwie durch abzuarbeiten, dass man möglichst nicht vergisst. Und das ist jetzt der Appell an euch hier nochmal, was ich eingangs schon sagte, was ich ein paar Mal zwischendurch sagte. Es gibt ein paar Dinge, da bin ich mir fest, da bin ich mir sicher, das will ich so machen, weil das aus meiner Erfahrung sich bewährt hat. Punkt. Und dann gibt es aber Punkte, wo ich mir sage, das ist möglicherweise noch nicht zu Ende gedacht. Da gibt es auch Alternativen, Optionen, wo ihr ruhig da sagen könnt oder in dem Fall solltet. Das wäre gut, würde ich mich freuen. Wenn er hier Ideen bringt, was man noch wie irgendwie machen könnte, ne? Was sich denn noch umsetzen lässt, das wir besprechen können. Ne? Das wäre eine schöne Sache. Und für alle, die das jetzt so viel Information war, wie immer bei mir auf meinem Kanal, alles findet ihr auch in Leseform. Ich habe auch zu diesem Ding einen, muss ich jetzt noch schreiben, wenn das Video veröffentlicht ist, dann wird er fertig geschrieben sein, ein entsprechender Lesebeitrag zum Thema Projektanhänger. Da kommt das alles rein und alles, was ich euch jetzt vorgelesen habe, genauso strukturiert mit den Punkten, findet ihr da zum Nachlesen. Und da könnt ihr da genauso gut unten in die Kommentare, das würde mich natürlich auch mal freuen, wenn jemand die Kommentare auf der Webseite bedient, weil das ist nämlich viel sichtbarer, viel besser, muss ich immer noch mal sagen, für andere Menschen auch. Denn sehen die schon gleich, da hat er was geschrieben, als wenn du bei YouTube erst alle möglichen Kommentare durchgehst. Das ist leider, muss ich sagen, ich kann das aber nachvollziehen. Ich würde das auch nicht machen, wenn ich möglicherweise YouTube gucken würde und ich hätte eine Frage an jemanden, und da stehen 328 Kommentare. Lese ich denn alle vorher durch, um zu gucken, ob da mein Thema abgefrühstückt wurde? Das war damals bei Foren schon schwierig, ja, wo dann jemand sagt, wow, das Thema hatten wir schon. Und dann sagte, ja, das ist schön, aber die Suchfunktion hat sich hergegeben, ich weiß nicht wo. Lange Rede.
auf der Webseite, ja? Das würde mich freuen, wenn das da schreibt, weil es da viel einfacher sichtbar ist. Da geht nichts so unter wie bei YouTube. Da wird auch nichts versteckt von Google. Und da muss nichts extra aufpoppen oder irgendwelche Einstellungen oder Filter bedienen, damit er das findet. Das steht immer da. Ja, das ist immer so ein Zaunfall gewesen. Nutzt die Funktion auf der Webseite, wenn ihr irgendwas zu kommentieren habt, im Sinne von Verbesserungsvorschläge und Alternativen für diesen Hänger, immer gern rein und natürlich wie immer auch ihr in die Kommentare. Und der Link ist, der Bericht ist verlinkt hier in diesem Beitrag, wie immer. Ne? Das ist hier, wie gesagt, auch komplett werbefrei. Ich kriege keine Unterstützung, wie immer nochmal. Dieser Hänger wird aus mit eigener Manneskraft bewerkstelligt. Es gibt da sehr wahrscheinlich niemanden, der uns jetzt irgendetwas dafür überlässt irgendwie. Aber ich würde mich natürlich freuen. Ja, das will ich ja nicht ausschließen, wenn wir bei diesen zwei Projektpunkten, ich will nicht sagen Projektstopper und so weit ist es nicht, aber das sind Sachen, die ich nicht selbst bewerkstelligen kann. Wenn jemand sagt, wir hätten eine Alternative zu dem Alurifferblech, wurde die fertige Wanne bestellt, sondern wir könnten das so und so machen, aber wir bräuchten denn jemanden, der sie biegt. Bürdeln, ja, eine Abkantbank. Und zwar bei 5 mm Material brauchen wir eine große Abkantbank. Und möglichst so, dass das Material nicht reißt. Ja, das ist immer die Gefahr, ich weiß. Und vor allen Dingen noch viel wichtiger, wo wir noch mehr die Hilfe benötigen, weil ich da gar keine Option habe, wüsste ich nicht, wie ich sagte, die Rohre. Das heißt, Rohre biegen in den entsprechenden Winkeln. Es geht hier um erstmal Aluminiumrohr, so dass es Deichsel. Ne? Ja, und natürlich die Spriegel, das heißt das Gestell nachher. Und die Kanu-Dinger, ne? Seht ihr. Ne? Also es sind so ein paar Aluminiumrohrbiegungen. Da würde mich natürlich freuen, wenn wir hier auch eine Unterstützung bekommen, wo jemand sagt, da weiß ich jemanden oder ich kann es möglicherweise selber. Dann wäre es eine schöne Geschichte. Denn immer dran denken, das ist jetzt normal, ne? Abschließend. Der Grund, der Hänger ist gedacht für den Transport von Eli und das so schnell, wie es nur geht. Der ist, das muss ich wirklich sagen, der wird langsam zur Gefahr, um nicht zu sagen, er ist schon eine. Ich möchte nicht, dass Eli damit auch noch reingerät. Ne? Das ist Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 natürlich für mich im Alltag. Ne? Und Punkt Nummer 3 für uns alle auf Touren. Für die zukünftigen Sachen, die wir vorhaben. Das ist der Grund, warum ich dieses Projekt des Hängers mache. Ne? Ja, und deswegen werde ich jetzt auch schnellstmöglich anfangen. Das, was ich jetzt aus eigener Tatkraft schon machen werde, weil das mich jetzt natürlich auch dringend juckt, damit es irgendwo vorangeht, weil Ila ist jetzt der Projektpusher in jedem Fall. Ich werde mir Material bestellen für den Rahmen zum Schweißen. Und das ist das, was ich jetzt als nächstes machen werde, den Rahmen schweißen. Da muss ich mir jetzt raussuchen, die Streben, und dann geht's los. Und dann, das wäre dann quasi, das könnten wir dann gleich in den nächsten Teil dieses Projektes stecken. Je nachdem, würde mich freuen, wenn wir schon entsprechend Rückinformationen haben. Das heißt, irgendwelche Änderungs-, Verbesserungs- oder Hilfevorschläge, dass ich euch vielleicht da denn auch schon diesen Rahmen mal zeigen kann, dass ihr seht, es geht voran. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf, jetzt tatsächlich. Das ist so eine Sache, das ist ja dein, das Ding eigentlich, ja, neben meiner grünen Ader, was auf diesem Kanal sonst eigentlich viel zu kurz kommt, die Fahrzeugtechnik. Das ist jetzt nur ein Hänger. Naja, aber trotzdem, es ist, es ist wieder etwas mit Rädern und das macht mir in jedem Fall Freude. Und das ist mal etwas, was ich so noch nicht hatte. Ja, es ist nichts High-End-Motorisiertes mit XPS und Abgas und Verbrenner und hast nicht gesehen. Es ist was ganz Einfaches, Mechanisches, Manuelles, was aber sehr universell im Anwendungszweck ist. Und ich immer noch froh bin, dass wir so etwas haben, weil das hilft uns tatsächlich, deutlich nachhaltiger zu leben, als wir es vorher getan haben. Und in Zukunft ich das natürlich weiterhin beabsichtige. Auf dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen meines Hängerplanes. Oder unseres, könnte man schon fast sagen. Ich würde mich freuen über eine rege Beteiligung. Das ist der Grund, warum ich hier dieses Video gemacht habe. In jeglicher Form, damit je mehr reinkommt, desto besser wird es für uns alle. Und bei dem Resultat, da wünsche ich denn auch uns allen in jedem Fall viel Spaß draußen.